weiß irgendwie. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR. Sputnik. 103.7 Unser Ding. Und UFM. Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de. Bremen 4. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR. Sputnik. 103.7 Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Jan Böhmermann. Gerade hat Hannes Wader den Echo für sein Lebenswerk bekommen. Hannes Wader, wissen viele nicht, der Bruder von Darth Wader, wurde gerade von Reinhard Fendrich, glaube ich, oder Reinhard Messner gelobt. Und jetzt steht er da, der alte Mann, Lebenswerk, in der ARD, eurem Jugendsender. Da wird nämlich der Echo verliehen seit 20.15 Uhr. Was für eine tolle Show. Eigentlich können wir uns fast 2 Stunden über diesen großartigen Abend heute in der ARD unterhalten, in der Late Line. Leider ist das Thema heute ein bisschen anders, aber gerne bin ich bereit, das Thema etwas zu öffnen, um mit euch zu reden über diese Veranstaltung. Moderiert von der bezaubernden Helene Fischer. Gibt es eine schönere, intelligentere, musikalischere Frau in Deutschland als Helene Fischer? Sind wir jungen Leute nicht so wahnsinnig angezogen von dieser Musical-Aura, dieser Schlager, ja, Mainstream, ja, aber man weiß irgendwie auch im Bett ist es irgendwie bestimmt eine geile Maus. Und eben gerade, also kurz bevor Hannes Wader hier seinen Preis bekommen hat, ein Riesen-Medley. Peter Plate von Rosenstolz, der Coole von Rosenstolz, dann hat der Keyboard gespielt, quasi als sein Lied zu Ende war, mit Lena, die auf einer Schaukel saß, mit Plateau-High Heels und im schwarzen Kleid. Und dann kam auch noch, als ich gedacht habe, es kann nicht besser werden, Anna Loos, die Frau, mit der Jan-Josef Liefers schlafen muss. Und hat auch noch dazu gesungen. Und da wusste ich gar nicht mehr, wohin mit meinen Gefühlen. Was für ein toller Abend. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei UFM, bei Enjoy, bei Das Ding, bei Sputnik und bei Bremen 4. Das ist die Late Line am Donnerstag, den 21.03.2013. Oh Gott, ich bin auf 180 wegen des Echos. Was für ein... Und man sieht in so viele glückliche Gesichter im Publikum in der Musikindustrie, ist anscheinend die Stimmung wieder blendend, seit die Kohle von den Abmahnanwälten reinkommt und die GEMA wieder was ausschüttet. Also ich bin wahnsinnig, das ist wirklich ein Abend für junge Leute, für die ganze Familie und vor allen Dingen für uns coole ARD-Fans. Und jetzt spielt Hannes Wader auch noch auf einer Gitarre. Ich muss mal kurz den Ton anmachen. Cool. 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer heute. Ihr könnt schon mal, also wenn ihr zum Thema Echo anrufen mögt, könnt ihr das gerne schon mal machen. 0800 80 5x5. Dann lassen wir gemeinsam diesen wunderschönen Abend hier ausklingen. Wenn ihr gerade unterwegs seid, zufällig auf dem Weg zum Echo, weil ihr da zur Aftershow-Party gehen möchtet, aber keinen Bock auf die Veranstaltung habt, könnt ihr auch gerne mal durchklingeln. Ansonsten, was ist denn heute? Wir haben ein Thema heute. Es geht heute ums Thema Karriere. Also wenn ihr euch jetzt nicht so sehr mit Musik auskennt und da gar keine Lust habt, drüber zu reden, dann können wir auch über das Thema Karriere sprechen. Nicht Mathieu Carrière, dieser sehr gute, berühmte Schauspieler, sondern die Karriere, die Berufslaufbahn. Genau, darüber möchte ich heute Abend auch mit euch reden, wenn der Echo nicht erschöpfend genug ist. 0800 80 5x5. Dann reden wir über Karrieren. Was seid ihr für Karrieretypen? Ist das überhaupt für euch ein Thema, Karriere? Oder ist für euch Arbeit mehr Mittel zum Zweck? Arbeiten, um Geld zu verdienen? Oder ist Arbeit für euch ja lebenssinnstiftend, viel mehr als einfach nur das, wofür man Geld bekommt? Wenn ihr Karriere macht, wie macht ihr Karriere? Seid ihr skrupellose Karrieristen, die auf Kosten anderer Leute ganz nach oben gelangen? Und was ist ganz nach oben? Kann es sogar sein, dass man Karriere macht und irgendwann einfach sagt, stopp, bis hierhin und irgendwie nicht weiter, weil es reicht mir? Keine Ahnung, irgendwie mit 30 oder 40, dass man dann sagt, ach, weiter will ich eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur ein bisschen chillen den Rest meines Lebens und ich mache hier Stopp. 0880, 5x5, und ich fasse es nicht. Jetzt treten auch noch die Toten und die... Entschuldigung mal ganz, also ihr könnt zu diesem Thema anrufen, 0880, 5x5, aber jetzt singt Hannes Wader alleine mit der Gitarre und dann geht die LED-LCD-Powerwand auf und es kommen heraus die alten Tanzbären aus Düsseldorf, die nochmal am Nasenring durch die Manege geschliffen werden in den alten Punkerklamotten. Die Toten Hosen, hier, da sind sie, jetzt spielen sie mit Hannes Wader zusammen. Oh, das ist ein Crossover-Bastard-Pop-Rock-Mix. Ich kriege richtig Gänsehaut oder Pickel, eins von beiden, ich weiß es nicht genau. Was ist denn das, wo am Ende Alter rauskommt und was so rot wird? Oh, alles, was für eine coole Party. 0880, 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line.
Ich freue mich, wenn ihr anruft, gerne auch, wenn ihr auch so begeistert seid und auf Adrenalin von dieser Veranstaltung. Wir hören erstmal was Geiles Neues von Lena. Hier ist ein neuer Song von Lena und dann telefonieren wir gleich mit euch. Übrigens, bei Twitter und Facebook sind wir auch. Da könnt ihr uns auch erreichen. @LateLineRadio bei Twitter und facebook.com/LateLine. Gleich, ich bin völlig fassungslos. Die Toten Hosen singen gerade mit Hannes Wader zusammen. Ich glaube, meine Gehirnhälften schmelzen zusammen zu einem großen Klumpen Blei oder Gold. Ruft an. Hallo, Echo. Kommt nichts zurück. Ich muss mich entschuldigen, wir sind heute gar nicht bei Enjoy zu hören, weil Enjoy macht heute völlig zurecht. Und ich frage mich, warum es alle anderen Sender, die uns jetzt quasi übertragen, nicht machen. Eine Sondersendung zum Echo, dem jugendlichen Event für coole Leute. Heute Abend, ich glaube, aus Berlin, übertragen im ersten deutschen Fernsehen. Und federführend, das wird einiges erklären, ist der Norddeutsche Rundfunk bei dieser Angelegenheit. Und deswegen ist Enjoy heute da auf dem Echozug mit drauf. Also liebe Leute aus dem Enjoy-Gebiet, die ihr uns jetzt nicht hört, ihr müsstet also online hören, wenn ihr uns hören wollt. Oder, nein, natürlich, hört einfach Enjoy, ist einfach natürlich der bessere Abend da jetzt mit der Echo-Nachbesprechung. Adi ist in der Leitung. Als einen wunderschönen guten Abend, Jan. Hallo Adolf, grüß dich. Hallo. Nee, stimmt ja nicht. Wir haben letzte Woche schon mal telefoniert. Wir haben über Lena gesprochen letzte Woche, ne? Lena, ja. Lena ist wieder voll am Start. Gerade Echo abgesahnt, ne? Ja. Die Gute. Ja, für das Video. Und sie hat geweint und ich war so gerührt. Und sie ist trotz ihres ganzen Erfolges immer noch so naiv und so auf dem Teppich geblieben wie vor 5 Jahren, als sie noch 16 war. Klein und süß. Ja. Sie hat heute tatsächlich schon mehrmals geweint. Ich habe heute exklusiv geschaut mit meiner Lieblingsmoderatorin Frauke Ludowig. Oh, die mag ich auch besonders gern. Fast so gern wie Constanze Rieck. Prominent. Furchtbar. Ja, nee, die Constanze Rieck, die, na gut. Andere. Egal. Aber Lena hat geweint. Und zwar wurde sie interviewt zum Thema Karriere, wie passend. Ach, guck. Ja. Ja, und sie hat sich mit Nathalie von Cascada getroffen und die haben so ein bisschen über den ESC, den Anstehenden, gequatscht. Und Lena sagt, sie findet das so schrecklich. Im Internet ist so viel Shitstorm gegen sie und keine konstruktive Kritik. Alle schreiben nur Hasstiraden und deshalb liest sie das auch nicht mehr. Sie hat schon viel geweint und es ist eine kaputte Seele. Lena ist eine kaputte Seele, meinst du? Ist das dein Eindruck? Ja, die wirkte schon sehr, sehr erschüttert. Ja, das ist, ich glaube, das Internet ist ja auch ein schlimmes Medium. Das Internet ist ein Moloch. Teilweise, es gibt Ecken, dunkle Ecken vom Internet, wo teilweise Pornografie auf einen lauert, ohne dass man das möchte. Dann ist viel auch Datenkraken sind unterwegs und mit ihren Saugnäpfen, die sich dann an einem festsaugen. Das Internet ist und gerade für so sensible Gemüter wie Lena, ist das nicht das richtige Umfeld, um sich aufzuhalten. Internet, da sollte sie die Finger von lassen. Und deswegen wollte sie auch einen gebrauchten Hund adoptieren. Ja. Warst du das, der erzählt hat, dass sie immer im Tierheim rumstreunt und irgendwelche genau. Hunde? Du hast erzählt, dass Lena in Kölner Tierheim gerne Hunde so adoptieren möchte. Ja. Gibt's denn was Neues? Hast du Neuigkeiten aus deinen Tierheim Informationskreisen? Nee, habe ich nicht, aber du hast ja neulich den einen Artikel gepostet mit dem Interview von ihr und da stand ja ganz unten noch, was möchtest du dieses Jahr noch tun? Natürlich einen Hund anschaffen. Sie möchte dieses Jahr noch einen Hund sich. Unbedingt. Ich glaube, das steht ganz, ganz oben. Ja. Echo war jetzt oft alles gar nicht so wichtig und die anderen Preise hier, also Hauptsache der Hund und dann ist eigentlich. Ich glaube, wir hatten letzte Woche auch noch einen Ratschlag für Lena parat, nämlich, dass sie keinen gebrauchten Hund sich kaufen soll, sondern einen neuen. Genau, wir hatten ja empfohlen, einen frischen zu nehmen. Einen frischen. Bitte. Keinen alten Gebrauchthund. Die sind nämlich durchgesessen, da weiß man nicht, ob da einer am Tacho rumgedreht hat und daher ist er irgendwie traumatisiert und dann nachts wacht er auf und schreit irgendwie Mama, Mama und da weiß man nicht, was passiert und was man da machen soll vor allen Dingen. Oder er ist halt bissig, schlecht zu Kindern. Hast du den Echo gesehen heute Abend, ganz? Nee, nicht ganz. Ich habe natürlich eben das große Finale gesehen, Hannes Wader. Oh. Campino natürlich auch. Der war super. Ah nee, der heißt Calippo. Nee. Calippo von den Toten Hosen. Ed von Schleck von den Toten Hosen. Finde ich cool, dass man trotz man hart auf die 60 zugeht, trotzdem noch so als Punkrocker seine Würde behalten kann. Ja, schon. Ja, Hannes Wader ist ja schon selber 70. Also dagegen ist er ja noch ein Jungspund, ne? Ja, aber er hat auch, weißt du, er verbindet nämlich Intellektualität mit Punkrock auf seine alten Tage. Finde ich. Und auf der anderen Seite, weißt du, dass der Bruder von Campino, dass der ein Insolvenzverwalter ist, der wahnsinnig, ich glaube, der Lehman Brothers abwickelt und irgendwie so ein Honorar von 1,5 Milliarden Euro in Rechnung gestellt hat. Also das ist quasi das, wofür Campino irgendwie 700 Jahre weiter touren müsste, um das überhaupt zu verdienen als Punkmusiker. Und der Bruder macht es einfach so mit einer Rechnung.
Ja, Karriere ist da das Stichwort, oder? Da ist das. Adi, vielen Dank, dass du da wieder zurück aufs Thema kommst, weil meine Redaktion, in Anführungsstrichen Redaktion, sitzt hier und wedelt schon mit einem, ich weiß nicht, ob es der Zeigefinger ist oder ein bizarrer Penis, mit dem sie da wedelt vor der Scheibe. Ich soll aufs Thema zurückkommen und vor allem nochmal aufrufen. Die Resonanz ist heute schleppend. Das kann ich direkt mal allen Leuten sagen, die sonst nicht durchkommen bei der Late Line. 0880 5 mal die 5, weil Enjoy heute die Echo-Sondersendung hat. Schlimm, die Norddeutschen, naja. Ja, nee, weil die nämlich so ein bisschen, die sind abgeflasht und weil die noch weiter tanzen. Bei denen ist der Echo noch nicht zu Ende. Diese geile, fette Party, die muss einfach noch verlängert werden ins Radio. Die gucken den wahrscheinlich immer noch, weil das so lange dauert, bis das von Berlin darüber ist. Mhm. Bis das da im Norden angekommen ist, eine gewisse Latenz irgendwie. Kann sein. Oh, Latenz. Kommst du aus dem Technikmilieu oder warum kennst du das Wort Latenz? Ja, natürlich. Also jemand, der sich bezahlen lässt, um sich Olli Geissen anzugucken, der kennt auch die ganzen Fachbegriffe, stimmt, oder? Ja, stimmt, genau. Du warst derjenige mit dem Bezahlpublikum. Oh Gott, jetzt fällt es mir wirklich wie so ein Déjà-vu. Déjà-vu. Vergangenheit holt uns ein. Mhm. Adi, ja. Wollen wir noch mal kurz, hast du zufällig das Interview von Lena noch parat? Dann würde ich gerne mit dir dieses Interview, was Lena gegeben hat, während alle anderen, die ums Thema Karriere sich unterhalten wollen oder auch noch mal ein paar Meinungen zum Echo haben, anrufen können, 0880 5 mal die 5 oder bei Twitter und Facebook sind wir auch und litline.de. Ich hole mal das Interview mal schnell, kram das mal raus. Das, was du getwittert hattest. Ja. Ja. Kannst du es noch reorganisieren? Ja. Rekapitulieren? Bin in Twitter. Jetzt muss ich dich nur gerade finden. Ja. Heute lief mit Lena ein Interview über ihre Karriere. Darüber müssen wir reden. Ruf dich an. Das bist du, Adi. Jawohl. Du hast das getwittert und jetzt liest dein Tweet vor, während du am Telefon bist. Oh mein Gott, Multimedia-Orgasmus. Pst. Das ist geil, trimedial. Ich sag's dir. Trimedia, das gibt's auch nur in der ARD. Bezahlt von ihren Rundfunkgebühren. Tweets. Wann war das? Tweets. 2 Tage, 3 Tage? Nee, weiß ich nicht genau. Ich hatte da mal so ein, immer wenn ich wenig zu tun habe, dann twitter ich. Ich sehe, hier ist ja so viel Quatsch drin. Ja, wahnsinnig. Ich habe wahnsinnig viel Quatsch in letzter Zeit. Alzheimer, Köln, bei Lena läuft. Bei Lena läuft's. Übrigens, was mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen liegt, das wollte ich letzte Woche schon sagen, diese ganze Hashtag-Aufschrei-Scheiße ist eine dermaßen anstrengende Thematik. Wir sollten einfach einen Gegentrend setzen. Ich schlage Hashtag Brunftschrei vor für alle paarungswilligen Männer, ja, die einfach zeigen wollen, dass sie dagegen sind. Hashtag Brunftschrei und ab geht das. Hashtag Brunftschrei. Wir haben das schon mal versucht, mit der Late Line in die Trending Topics zu kommen bei Twitter. Und es war erschreckend einfach. Aber heute, wenn Enjoy nicht zugeschaltet ist, dass der norddeutsche Raum komplett quasi blind ist, im Tal der Ahnungslosen heute Abend Late Line mäßig lebt, ist das, glaube ich, nicht so einfach zu schaffen. Sonst würde ich heute nochmal versuchen, einen Trending Topic da draus zu machen. Da muss ich das Spiegel Online mit beschäftigen morgen. Unbedingt. Nee, guck mal, jetzt Lena Meyer, bei der FC-Hymne habe ich geweint. Ja, wie wär's, wenn ich die Fragen stelle und du sprichst Lena? Dann würde ich einfach, ich bin jetzt der Kölner Stadtanzeiger, wir zitieren jetzt ein Interview aus dem Kölner Stadtanzeiger und Adrian Adi ist Lena und ich bin der Fragensteller, der Journalist vom Kölner Stadtanzeiger. Also, Frau Meyer-Landrut, trotz ihres großen Erfolgs, direkt eine Schmeichelei zu Beginn, gelten Sie als jemand, der nur wohlüberlegt Geld ausgibt. Auch eine schmeichelhafte Detailinformation. Was war dennoch die sinnloseste Anschaffung, für die Sie viel Geld ausgegeben haben? Das ist der Trick, rhetorisch, erst jemandem schmeicheln und dann eine Suggestivfrage stellen, wo man sich voll mit in die Nesseln setzen kann. Also, was war dennoch die sinnloseste Anschaffung, für die Sie viel Geld ausgegeben haben? Lena? Meine Louis Vuitton-Highlights mit Camouflage-Paletten. Nein, Moment, Adrian, Hashtag Aufschrei. Nicht meine Louis Vuitton Highlights mit Camouflage-Paletten, sondern meine Louis Vuitton High Heels mit Camouflage-Pailletten. Pailletten? Ja, ist was anderes. Euro-Pailletten. Euro-Pailletten haben momentan einen hohen Kurs. Die kann man für 6 Euro irgendwo verticken. Euro-Pailletten. Aus Holz. Okay, weiter. Nochmal, meine Louis Vuitton High Heels mit Camouflage-Pailletten. So ist es richtig. Gott, das ist schwer, ey. Ja, bitte nochmal. Ja, und meine Louis Vuitton High Heels mit Camouflage-Pailletten. Genau. Die haben nämlich 12 cm hohe Absätze. Ich habe sie in Berlin gekauft. Ah, ich will auch gar nicht sagen, wie teuer die waren. Wann tragen Sie sie? Ich habe die nur einmal in Aserbaidschan während des Eurovision Song Contest angezogen. Das ist das richtige Land, um teure Schuhe anzuziehen. Aserbaidschan, das kommt gut an bei den Einheimischen. Weiter geht's. Your right to vote. Ansonsten aber nicht mehr. Sie sind zu unbequem und liegen zu Hause im Karton. Aber ich erfreue mich jeden Tag daran, die mir anzusehen. Für Ihr neues Album, Lena, haben Sie Stücke mitgeschrieben. Wie haben Sie das gemacht, ohne ein Instrument spielen zu können? Wie? Ja, ganz einfach, ne? Ich habe ein Team aus Komponisten meine Melodieideen vorgesungen. Nee, ich bin lonely people. Und habe zu ihnen gesagt, hier hätte ich gerne etwas Getupftes. Stardust.
dann haben sie das für mich umgesetzt. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann singt Lena quasi ihren Komponisten was vor und dann sagt sie, das hätte ich gern gezupft. Genau. Neu ist auch, dass sie sich nicht nur in den Liedern über ihren Freund äußern. Warum? Ja, ich hatte Angst, dass irgendwann ein Foto von uns auf der Straße gemacht wird und daraus ein Skandal entsteht. Deshalb sage ich lieber, ich habe einen Freund und wir wohnen zusammen in Köln. Sicherlich muss man auch Grenzen ziehen. Ich würde mir nie ein Kamerateam zu uns nach Hause einladen. Auf jeden Fall macht er nichts mit Musik. Ah, okay. Also sie hat sich geoutet, sie ist in einer festen Beziehung. Ist eigentlich eine gute Idee, um die Paparazzi sich vom Leib zu halten. Ja, wir sehen auch anscheinend, dass sie keine Kandidatin für den für Promi Big Brother, denn sie würde mit dem Kamerateam, naja, obwohl, da geht sie ja den Container, das wäre ja nicht zu Hause. Mhm. Also, das geht es doch. Was muss einmal, jetzt wird's ein bisschen schlüpfrig, da ist anscheinend immer noch so eine Halberektion beim Fragensteller im Spiel. Was muss ein Mann haben, damit er Ihnen gefällt, Frau Mailand-Ruth? Ja, jetzt wird er extrem witzig. Ne? Das hat für mich nicht viel mit Aussehen zu tun oder mit dem Alter. Nee, überhaupt gar nicht. Karl-Heinz Böhm zum Beispiel hat eine tolle Ausstrahlung, ist wunderschön. Ja, Karl-Heinz Böhm ist 84 Jahre alt und vor allen Dingen Alzheimer krank, muss man mal dazu sagen. Leider. Ja. Nicht zu wechseln mit Werner Böhm. Das ist Polonaise Blankenese, der alle zwei Tage bei irgendeiner anderen seine Nudel untenrum reinhält. Entschuldigung? Ja, bei mir und meinem Freund hat es die Zeit bestimmt. Ja, wir haben zusammen eine sehr spezielle Zeit durchgestanden und so hat sich langsam alles entwickelt. Sie leben seit 2 Jahren in Köln. Wie verwurzelt sind Sie da in der Stadt? Total. Ich habe mir vorher nie vorstellen können, hier zu leben. Und jetzt will ich nie wieder weg. Viele wollen ja nach Berlin, aber das ist mir zu groß, zu voll. Nicht richtig greifbar. Köln ist eine Stadt zum Leben. Ich habe das Gefühl, die Stadt gut zu kennen. Ich wohne in einem tollen Viertel, habe hier meine Freunde, häufig zu FC-Spielen im Stadion. Oh, das ist natürlich eine ganz deprimierende. Das schweißt auch zusammen, bei FC-Spielen im Stadion zu sitzen. Das ist quasi, wenn Menschen so einen kleinen Krieg verlieren. Das schweißt ja auch zusammen. Das ist, wenn man gemeinsam ein FC-Spiel im Stadion guckt. Da verbindet man sich relativ schnell. 96-Fan im Herzen, oder? Kann mir auch keiner erzählen, dass kann man denn Fan von Hannover 96? Also wir sind ja heute ohne Hannover, wir werden nicht in Niedersachsen ausgestrahlt. Kann man überhaupt Fan von Hannover 96 sein? Ja, da gibt's ein paar. Das ist eine Randgruppe, aber die ist da. Ja, Olli Pocher ist, glaube ich, Fan von Hannover 96. Ja, der kommt ja auch aus der Gegend, ne? Der sollte eigentlich mal übrigens, also finde ich, der sollte mal das aktuelle Sportstudio moderieren. Kann ich mir gut vorstellen, dass das was für ihn wäre. Nur mal so als kleiner Karrieretipp von uns, der Late Line. Jetzt überspringen wir mal, warte mal, lassen wir mal ein bisschen was überspringen, weil wir müssen auch sehen, dass wir das hier auf so ein bisschen formatieren. Jetzt geht's mal, warte, wo ist es denn interessant? Da sind also viele schöne interessante Sachen. Ach, das Ende ist, glaube ich, nicht schlecht. Lass uns mal die letzten 3 Fragen nochmal ganz unten. Also am 5. April beginnt die Castingshow. Frau Mailand-Ruth, am 5. April beginnt die Castingshow The Voice Kids. Warum Sie als quasi fast auch noch Kind, machen Sie als Jurorin damit? Ich wurde gefragt und ich finde das Format toll. Es geht nicht darum, dass Kinder berühmt werden und einen Plattenvertrag bekommen. Sie erhalten einen Bildungszuschuss und können zeigen, dass sie singen können. Wenn ein Kind einen individuellen Tipp von mir braucht, bekommt es den von mir. Was raten Sie Kinder, die es nicht in die nächste Runde schaffen und in der Schule gehänselt werden? Die Kinder werden vorher psychologisch untersucht, ob sie reif dazu sind und werden vom Psychologen unterstützt. Wer zu labil erscheint, darf es gar nicht antreten. Ah, okay. Also wer zu labil erscheint, das wird vorher getestet, der darf nicht antreten. Was macht das eigentlich mit labilen Kindern, wenn sie sich von einem Psychologen bestätigen lassen müssen, dass sie labil sind und dann nicht mitmachen dürfen? Ist das empfinden das labile Kinder auch als Ablehnung oder nicht? Eher. Also wenn man sein Kind jetzt mal testen möchte, ob man das zu The Voice Kids geben darf, muss man damit erstmal zum Psychologen gehen und dann sagt der Psychologe, nee, ihr Kind ist zu labil, tut mir leid. Und das darf nicht mitmachen. Ist das für Kinder eher gut oder eher schlecht, wenn man das jetzt dem Kind so sagt? Ja, das ist wahrscheinlich eher schlecht, weil das ist ja geil für die Kinder. Die wollen da ja unbedingt ins Fernsehen und die Lena treffen und kennenlernen und singen und zeigen, was sie können. Und wenn dir da vorher schon jemand Außenstehendes sagt, nee, das geht nicht, du schaffst das nicht, ist das natürlich ziemlich scheiße für das Kind. Ja. Die letzte Frage, Frau Landruth. Was wollen Sie in diesem Jahr noch unbedingt erreichen? Ich möchte mir einen Hund anschaffen. Ja, Anmerkung der Redaktion, einen Gebrauchten. Ein Gebrauchthund, ja. Lieber Adi, ich bedanke mich recht herzlich, dass du diesen kleinen Spaß mitgemacht hast. Du bekommst von uns jetzt... Was? Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Wir sehen uns dann bei Twitter und Facebook. Auf jeden Fall. Und im Cyberspace. www.lateline.de, facebook.com/lateline oder twitter.com/lateline-radio. Das sind unsere Adressen fürs Web. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss, Adi. Ja, ciao, Jan. Ciao. 0800 80 5 mal die 5. Das Thema ist heute
Karriere im weitesten Sinne. Also wenn ihr zum Beispiel die Karriere von Lena Meyer-Landrut verfolgt habt oder wenn ihr gerne Karriere im Musikgeschäft machen möchtet, um eines Tages mal einen dieser großartigen Echos zu gewinnen, die heute Abend verliehen wurden im ersten deutschen Fernsehen, könnt ihr gerne anrufen 0880 5 mal die 5. 0880 5 mal die 5. So, ich schnür nochmal eben meine Louboutin Highlights mit Camouflage-Paletten. Und dann gucken wir mal, wer in der Leitung ist. Ist es tatsächlich der Stefan aus Bremen? Hallo, der Stefan aus Bremen. Ja, schönen guten Abend euch. Hallo, Stefan aus Bremen, du bist 47 Jahre alt. Schrecklich, ich kann es dir sagen, jawohl. Ja, aber man fühlt sich immer so alt, wie der Arzt einem das sagt, wie lange man noch zu leben hat. Nach, überleg dir genau, was du sagst. Man fühlt sich immer so alt, wie man sich fühlt. Nee. Nee, Stefan, du klingst sehr jung, du klingst fast zu jung. Du klingst fast so, dass ich sagen würde, du bist 15 oder so. Danke, passt hervorragend. Ja. Wie geht's dir? Was machst du? Manchmal fühlt man sich so. Was machst du gerade in Bremen? Leben, noch leben in Bremen und frieren, ganz furchtbar. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist es arschkalt. Ich sitze gerade im Saarland, in einem kleinen Hotelzimmer im Saarland und sende von da aus Sicherheitsgründen, um diesem ganzen Trubel mit dem Echo so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und deswegen hier schneit es, aber hier schneit es immer. Es ist immer Schnee. Fall down von keine Ahnung. Nein, wir hängen einfach nur immer in einem Nebelloch hier oben im Norden. Das ist das große Problem. Ja, kann man nichts machen. Nee. Aber es lässt sich trotzdem aushalten irgendwie, weil deswegen habe ich auch angerufen, weil meine Zeit hier letztendlich irgendwie so gut wie abgeschlossen ist. Stopp, das ist aber vielleicht die falsche Sendung. Wenn du jetzt Schluss machen möchtest, ruf bitte bei Domian an. Ach so, ich dachte, ihr seid Vox, die Auswanderer. Nee. Ach so, du willst auswandern. Ich dachte, du willst jetzt hier irgendwie final... Hand anlegen. Nee, dann würde ich nicht dich anrufen. Nee, ja, dann rufe ich den anderen an. Eher Domian oder Holger Klein. Ja, genau. Das muss ich dann ja auch später machen, weil genau. Ich komme jetzt um diese Uhrzeit noch gar nicht auf Wendung. Genau. Ja, wenn du willst auswandern, wohin willst du denn auswandern? In die Dominikanische Republik. Warum? Warum? Weil es hier einfach arschkalt ist in Bremen. Das ist der einzige Grund, um auszuwandern? Ja, muss nein, es geht ja bei euch so ein bisschen um Karriere. Irgendwie. Ja, ich glaube, wir alle sind irgendwie in diesem Karrierezwang, dass man hier gerade Europa irgendwie nur mit Karriere irgendwie sein Leben wirklich richtig auf die Beine stellen kann. Mhm. Und ich habe gedacht, na gut, okay, ich bin zwar 47 Jahre alt irgendwie und habe lange für Karriere gekämpft und für Alterswohlstand und was es nicht noch alles gibt irgendwie, aber so die letzten 2-3 Jahre hat sich das halt doch in den Reisen rauskristallisiert, dass Karriere nicht alles ist. Man kann sich zwar mit Karriere viel reisen und viele schöne Sachen irgendwie erlauben und sich erkaufen, aber ob das Glück ist, ich meine, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin halt nicht der typisch Deutsche, der mit 47 Jahren ein Haus hat, einen VW Passat hat, eine Familie hat, sondern ich habe schon immer ein bisschen ein anderes Leben gelebt, habe eigentlich mehr immer nur gearbeitet und Karriere gemacht, um dadurch dann auch besser und mehr reisen zu können. Mhm. Und in den letzten 2 Jahren hat sich halt so Südamerika bei dem Ganzen so rauskristallisiert. Und komme jetzt gerade halt wieder aus dem Urlaub und also jetzt seit 2 Wochen gerade wieder hier in Deutschland und hat sich halt in dem Urlaub hat es sich so ergeben und auch der Zufall hat ein bisschen mitgespielt, dass ich und ein Geschäftskollege halt jetzt gesagt haben, also das ist es jetzt und wir sehen zu, dass wir dieses Jahr hier die Zelte abbrechen und dort weitermachen. Und was macht ihr denn da beruflich? Das ist auch irgendwie ein längeres Thema irgendwie. Ich habe schon mein ganzes Leben lang immer mehrere Sachen gleichzeitig gemacht und nie nur auf einem Standbein gestanden. Dementsprechend wollen wir jetzt aber irgendwie, da wir seit 2 Jahren einen Internetshop haben, in dem wir alles für und rund ums Mountainbike verkaufen, wollen wir da ein Mountainbike-Camp aufziehen. Okay, also das heißt, du verkaufst den Shop und lässt es bleiben und machst dann deinen Sport zum Beruf, nee, oder? Betreibst den weiter, den Versand? Wir betreiben den Versand weiter. Wir wollen halt auch weiter damit international unterwegs sein, also auch weiter. Aber aus der Dom-Rep? Aus der Dom-Rep dann? Dann aus der Dom-Rep aus, genau richtig, und das einfach nur erweitern, sage ich mal so, dass wir halt nicht nur den Shop haben, in dem wir Teile verkaufen und in dem wir Zubehör verkaufen, im Winter dann halt auch Snowboards verkaufen, sondern dass wir dazu dann halt auch gleichzeitig noch ein Camp anbieten, wo die Leute dann professionell halt quasi trainieren können. Okay. Aber uns für uns das dann halt so schön wie möglich machen, also es wird erstmal so sein, dass wir hier halt alles abbrechen, außer dem Shop, unsere anderen Jobs halt irgendwie kündigen. Also wie sieht denn das mit Familie? Also seid ihr nicht irgendwie gebunden? Freundinnen, Kinder?
Also Freundin, ich bin bis vor einem Jahr bin ich verlobt gewesen. Wir hatten eine 8-jährige tolle Beziehung, die beste Beziehung, die ich bis jetzt überhaupt gehabt habe. Und dadurch, dass ich aber gerade die letzten 3 Jahre sehr viel irgendwie auf Reisen gewesen bin, auch mit meiner Verlobten auf Reisen gewesen bin, habe ich halt gemerkt, das ist es einfach. Also Deutschland ist ein tolles Land und ich werde auch nicht meine deutsche Staatsangehörigkeit aufgeben oder die deutschen Krankenversicherungen aufgeben. Aber mir war schon immer klar, dass ich nicht irgendwie bis zu meinem 67., 69. oder 70. Lebensjahr hier irgendwie weiterarbeiten werde. Und so haben wir uns halt letztes Jahr zusammengesetzt, weil sie wollte dann halt auch ein Kind und ein Haus und das alles, was man hier so gerne hat. Und ich habe gesagt, ich habe schon vor 8 Jahren davon gesprochen, dass das wohl nicht meins ist. Also Trennung. Also Trennung, ja genau, richtig. Habe aus einer früheren Beziehung eine Tochter, die inzwischen 20 ist, die aber... Also der ist wahrscheinlich auch, ich sag mal, jetzt nicht egal ist, aber zumindest sie kommt ohne dich klar mittlerweile. Die kommt ohne mich klar irgendwie und wir haben uns jetzt gerade am letzten Wochenende zusammengesetzt und ich habe ihr das alles so offenbart, was ich so vorhabe und die hat gesagt, Papa, das war schon immer deins gewesen. Du warst immer viel unterwegs und du hast immer schon gesagt, irgendwann willst du weg. Wir waren halt auch viel schon in der Welt unterwegs gewesen und sie befürwortet das nur und sagt, ja super, du, wenn bei mir hier mal nichts läuft, dann weiß ich ja, dass ich zu dir kommen kann. Ja Mensch, Stefan, dann kann ich nur sagen, ich wünsche dir da alles Gute. Wann soll es denn losgehen? Ist das jetzt eine September. Sache? Also gar nicht so lange hin, ein halbes Jahr? Halbes Jahr noch durchhalten. Also es muss ja auch irgendwie alles verkauft werden, was man sich hier so an Sachen angeschafft hat. Aber im September geht das auf jeden Fall los. Dann wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass du nicht den Fehler machst, ein Vox-Kamerateam mitzunehmen, sondern das einfach wirklich seriös probierst. Und richtig. Dass du vor allem nicht vor Heimweh dann, ich meine, Reisen ist das eine, aber wirklich komplett wegzugehen, ist ja schon mal ein anderer Schritt. Ja, aber da wir nun in einer Multimedia-Welt leben, ist man ja nie irgendwie ganz aus dem Leben verschwunden. Kann man denn aus der Domrep, ist da die Verbindung mittlerweile flächendeckend so gut, dass man da auch skypen kann oder mal chatten? Ja. Oder so? Ja, geht alles. Es geht sogar per WhatsApp irgendwie. Ist WhatsApp? Alles möglich. Gibt's auch in der Domrep? Selbst das funktioniert in der Domrep. Dom-App. In der Dom-App, ja. Es gibt da natürlich auch, die nicht so schön sind. Irgendwie, das wird wahrscheinlich auch durch Funk und Fernsehen und sowas bekannt. Ja, sein, genau. Und Haiti ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Das ist ja da quasi direkt einmal rüber. Ja, genau, richtig, ja. Aber auch Haiti hat seine schönen Ecken. Ja. Also, ich kriege gerade übrigens hier bei Twitter Beschwerden, dass meine Maus zu laut ist. Das ist richtig, ich habe hier eine Maus, eine Internetmaus, Stichwort Multimedia, eine Internetmaus in der Sendung und hier beschwert sich eine Twitter-Userin namens Fernsehmädchen, dass ich mir eine andere Maus besorgen soll, das Klicken ist so laut. Ja, aber wo sollst du denn jetzt noch herkriegen? Ja, wo soll ich denn jetzt eine andere Maus herkriegen, Stefan? Da sind mir jetzt wirklich die Hände gebunden. Mir sind auch die Hände gebunden. Wir können nichts machen. Ruf mal am besten bei Domian an. Würde mich freuen, wenn du dich, bevor du losfährst, nochmal meldest. Gerne, mache ich. Alles Gute. Domian oder bei dir jetzt? Bei Domian kannst du dich auch melden, aber sag ihm dann bitte, er soll dich durchstellen zu mir. Alles klar, werde ich machen. Ich danke dir. Tschüss. So. 0880 5 mal die 5. 0880 5 mal die 5, wenn ihr wisst, wie man eine Maus schalldämmen kann. Vielleicht muss ich da so Eierpappen drumkleben mit Gaffer. Das tut mir leid, dass sie so laut klickt, aber ich habe seit einiger Zeit, ich hatte früher in dem Studio, in dem ich hier sende, einen sogenannten Gain eingebaut. Das ist aber jetzt nach dem Christopher Street Day ist er nicht zurückgekommen und jetzt ist er halt weg, der Gain. Und deswegen mache ich einfach mal, ich moderiere ohne Gain. Weil ich möchte auch mit menschlichen Geräuschen noch näher an euch, liebe Hörer, weil ihr mir so viel bedeutet, rankommen. Wenn man jetzt zum Beispiel ab und zu mal Furzen hört oder sowas oder Gähnen oder wenn man mal dieses Geräusch, weil ich mein Bart. Das sind alles Geräusche, die vorher einfach durch eine technische Firewall, quasi Audio-Firewall namens Gain, es nicht geschafft haben in den Äther zu euch. Das sind jetzt ganz leise Dinge, Gähnen, Mausklicken, das ist alles früher verschwunden gewesen. Jetzt haben wir gesagt, neues Jahr, neue Technik, ab Januar machen wir den Gain raus. Und jetzt könnt ihr alles hören, was im Studio passiert. Wenn ein Telefon klingelt, wenn mir was runterfällt, alles kann man hören. Und eben auch, wenn man die Maus klick, 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 hier, das hier. Das ist alles, ist die echte Maus, ist eine Maus. Da, ist mal ganz nah. Hallo Maus. Das ist die Maus. Guck mal, eine kleine Maus. Oh, guck mal hier. Kann auch eine Ratte sein. Klingt so groß. Eine Ratte vielleicht. 0880, 5 mal die 5. Das Thema ist Karriere. Blitzkarriere, langsame Karriere, eine skrupellose Karriere.
Wie haltet ihr das? Wie ist eure Strategie bei der Berufsplanung? Habt ihr überhaupt sowas wie eine Strategie? Denkt ihr strategisch und taktisch, wenn ihr an euren Beruf denkt? Oder ist das für euch eher eine Sache, morgens um 9 hin, nachmittags um 5 zurück und alles andere ist das Leben? 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Und Patrick oder Patrick aus Stuttgart ist in der Leitung. Patrick oder Patrick, wie nennt man dich? Patrick. Einfach nur Patrick. Patrick, der deutsche Patrick und nicht der irische Patrick. Nein, der deutsche. Grüß dich, Patrick. Wo kommst du her? Wo fährst du hin? Was ist das für ein Rauschen im Hintergrund? Ja, ich bin im LKW. Ach, guck. Ich bin mittlerweile LKW-Fahrer. Und wo geht's hin? Im Moment geht's jetzt wieder gerade Richtung Heimat von Frankfurt aus. Also Richtung Stuttgart. Ah, okay. Und was hast du geladen? Zufällig Camouflage? Da darf ich leider nicht drüber reden. Camouflage-Paletten? Nein, keine Camouflage-Paletten, aber ich darf nicht drüber reden. Ah, du darfst nicht? Moment mal, du darfst nicht drüber reden, was du geladen hast? Bist du, arbeitest du beim Bundesverfassungsschutz oder? Nee, das hat nichts mit Bundesverfassungsschutz zu tun, nur es ist halt immer so ein bisschen, es geht niemandem was an, was auf dem LKW ist und da legen die auch Spurenwert drauf. Ach so, vielleicht ist alles auch voller iPads und nicht, dass sich jemand überfällt am nächsten. Genau, man weiß es ja nicht. Ach, weißt du, aber du weißt schon selber, was geladen ist, oder? Ich selber muss es ja wissen. Ich muss ja auch der Polizei gegenüber verantworten können, wenn ich angehalten werde und sagen können, was drauf ist. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Du bist LKW-Fahrer aus Leidenschaft oder einfach auch, weil du das quasi möchtest zur beruflichen Entspannung? Gerade eben zum Thema Karriere möchte ich sehr gerne einwerfen. Jeder sollte, egal in welchem Alter, genau drüber nachdenken, was will er wirklich machen und nicht aufs Geld gucken. Ich kann da selber aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war früher nämlich Personalmanager in einem Rüstungsunternehmen. Du warst Personalmanager in einem Rüstungsunternehmen und bist jetzt LKW-Fahrer freiwillig oder hast du dich... Freiwillig. Aha, weil eines Tages hat es bei mir auf einmal Klick gemacht, ja, als ich an meinem Schreibtisch saß und aufs Fenster geschaut habe und festgestellt, hey, es ist doch eigentlich nicht das, was du wirklich wolltest. Ein Rüstungsunternehmen, was quasi Waffen hergestellt hat. Genau, Waffensysteme. Und hat es Klick gemacht aus moralischen Gründen bei dir oder weil du nicht aus moralischen Gründen. Ich habe in dem Unternehmen auch meine Ausbildung gemacht. Mhm. Und mich dann langsam hochgearbeitet bis zum stellvertretenden Personalchef. Mhm. Hat gute 6 Jahre gedauert. Dann habe ich es dahin geschafft. Und dann hat es eines Tages auf einmal bei mir Klick gemacht. Und ich habe festgestellt, so, du hast die ganze Zeit nur gearbeitet, hast eigentlich dein ganzes Leben verpasst. Warst immer nur hier in diesem Büro, hast geguckt, bis du nach oben kommst. Und jetzt, wo du oben bist, willst du es auf einmal nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, was wolltest du schon immer? Du wolltest draußen unterwegs sein. Und dann hast du deinen Bürojob eingetauscht gegen das Leben eines, ja, Manfred Krug auf Achse, im Führerhaus, genau, schön SMS schreiben, Pornos gucken und ab und zu mal ein bisschen Ladung abladen. Genau. Ja. Und ich bin glücklicher als jemals zuvor. Kannst du denn ich sitze hier die ganze Zeit in meinem LKW und an mir zieht draußen die Welt vorbei, jede Sekunde vor meinem Fenster passiert was anderes. Mhm. Kannst du denn dir aussuchen, wo du hinfährst, kannst du deine eigenen Touren annehmen? Also bist du selbstständig oder bist du angestellter Fahrer? Nee, ich bin angestellter Fahrer. Und das auch freiwillig? Also hast du dann also auch keinen Stress mit deinen Nee, ich hab vorgegebene Touren und ich fahr nur nachts und da ist es egal, wann ich ankomme. Also. Ja, weil viele LKW-Fahrer sagen ja, das haben sie auch hier unten in der Sendung öfter schon gesagt, ist ein schöner Job, man hat viel Freiheit, aber man muss die richtige Firma erwischen. Es gibt auch richtige miese Chefs, die einen dann wirklich. Das gibt's auch, da hatte ich auch mal einen, aber dann habe ich die Firma gewechselt und jetzt habe ich was Geniales, also. Supergeil. Ja, ich habe auch schon öfter mal überlegt, was würde ich machen, wenn eines Tages die Leute merken, dass ich ein Hochstapler bin und ich alle Jobs aufgeben muss. Und dann habe ich gedacht, das ist sowas so wie LKW-Fahren, finde ich auch nicht schlecht. Also weil du einfach deine Ruhe hast, du bist alleine, ist ja quasi auch alleine verantwortlich und nachts fahren finde ich auch sehr reizvoll. Ich bin ein wahnsinnig guter Autofahrer auch, das kommt noch dazu. Und ich überschätze mich gerne selbst. Das wäre eigentlich auch ein toller Job für mich, würde ich mir auch vorstellen können, LKW-Fahrer. Oder Polizist. Na, dann lieber LKW-Fahrer. Ja, aber Polizei ist auch nicht schlecht. Da ist weniger Stress. Ja, Polizei ist auch nicht schlecht, weil man kann Leuten in die Fresse hauen, wenn man möchte. Wenn das Gesetz das zulässt natürlich, aber man hat schon andere Möglichkeiten, seine Gefühle abzubauen. Ja, gut. Und man kann für Recht und Ordnung sorgen. Oder nicht. Ja, man kann für Recht und Ordnung sorgen. Man ist der Good Guy, endlich mal. Ob die Polizisten immer oder Good Guy sind, ist die große Frage. Alle Polizisten, die Late Line hören, sind eigentlich immer Good Guys. Es kommt immer auf die Situation drauf an, ob Good Guy oder Bad Guy. Ja, je nachdem, auf welcher Seite man steht, genau. Wenn man nachts von seiner Freundin verprügelt wird, dann ist man gerne in Anwesenheit der Polizei, aber wenn man dann, keine Ahnung, wieder mal einen Strafzettel bekommt, dann sind es halt die Bösen.
Richtig. Ja. Ah, nee, das wollte ich zum Thema Karriere sagen. Patrick, das finde ich beeindruckend. Und hatte das dann für dich auch finanzielle Einbußen zur Folge? Ich verdiene grob ein Achtel davon, was ich früher mal verdient habe. Ein Achtel von dem, was du früher verdient hast? Und damit kommst du... Ich habe mich wirklich entschieden, okay, das machst du jetzt, weil das ist das, was du eigentlich schon immer wolltest. Du wolltest schon immer auf der Straße sein. Und dann eben wirklich, das ging von jetzt auf gleich, hat's Klick gemacht. Ich bin dann zu meinem Personalchef rein, also zum Ersten, und habe dann gesagt, du, ich will kündigen und wie komme ich aus meinem Vertrag raus? Ja, Wahnsinn. Und das kannst du dir vorstellen, das wirklich bis zu deinem Rentenalter zu machen, jetzt auf dem Bock zu sitzen und durch die Gegend zu fahren? Sehr gut sogar. Patrick, das finde ich sehr beeindruckend. Ich sitze ja nur da und schaue aus dem Fenster. Ich finde das sehr beeindruckend und finde es ehrlich gesagt, ich finde das ist ein, wir hatten glaube ich vor einigen Wochen mal so eine so orientierungslose Akademiker Abiturientenmäuschen hier in der Leitung, so 19-Jährige, die nicht wussten, wohin mit sich und die quasi von europäischem Recht bis hin zu Weltherrschaft auf Bachelor alles studieren wollten, um bloß nicht irgendwie in Versuchung zu kommen, einen richtigen Beruf auszuüben. Aber ich finde, es ist auch ein kleines Fanal für einfache Jobs, die aber trotzdem jemanden befriedigen können. Ich finde das ja eh immer das Wichtigste, dass man damit glücklich ist, irgendwie, was man macht und nicht, was man macht, wichtig ist. Genau, es kommt nicht aufs Geld drauf an. Genau. Ja, und heute Morgen zur Arbeit zu gehen oder abends, das ist viel wichtiger. Ja. Patrick, das finde ich, ist eine ganz tolle Einstellung und ich wünsche dir noch viele lange Jahre möglichst unfallfrei und entspannt in deinem Job als LKW-Fahrer. Vielen Dank. Tschüss, gute Fahrt. Dann noch einen schönen Abend, ciao. Komm gut an, ne? Tschüss. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Ich neige dazu, etwas zu nuscheln, zu schnell zu sprechen und wirr zu werden im Verlauf der Sendung. Was mir oft ausgelegt wird, als würde ich Alkohol trinken. Das muss ich jetzt mal an dieser Stelle richtig stellen. Ich trinke niemals Alkohol in der Sendung. Ich war noch nie betrunken in meinem ganzen Leben nicht und trinke auch nie Alkohol. Wenn das ein bisschen nuschelig klingt und ich wirres Zeug rede hier, dann kann es eventuell daran liegen, dass ich zurzeit Crystal Meth ausprobiere. Das ist eine neue Droge, die ich mir aber jetzt auch ganz ungewöhnlich, die verabreife ich eigentlich mir als Zäpfchen. Die koche ich mir auf dem goldenen Löffel schön auf und dann forme ich dann eine kleine Kugel draus und dann wird die halt rektal verabreicht. Deswegen bin ich ein bisschen tüdelig. Also verzeiht es ein bisschen, auch wenn die Sendung später, je länger die Sendung läuft, desto schluriger, desto schwerer wird meine Zunge. Die Zunge wird schwer. La, 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 la. Hört man jetzt auch besser, seit der Game raus ist. 0800 80 5x5. Wenn ihr Karrieristen seid oder Leute, die mit wenig zufrieden sind, dann einfach anrufen. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Mein Name ist Helene Fischer und in der Leitung haben wir jetzt Britta, 32 Jahre alt. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Jan. Britta, du kommst aus Hürth? Richtig. Aus Hürth bei Köln? Aus Gangster City. Ja, Hürth ist der Stadtteil, das ist quasi sowas wie, wie Hamburg für Bremen. So ein schmuddeliger Vorort, in dem nicht so richtig viel los ist. Genau, richtig. Ja. Ja, und ich nuschel übrigens auch und ich habe auch noch keinen Alkohol getrunken, also haben es die Hörer jetzt leider mit uns beiden schwer. Das macht ja überhaupt nichts. Nuscheln ist eh das neue Deutlichsprechen. Ja, ich finde auch, der neue Trend eigentlich. Genau. Was machst du in Hürth beruflich, mal so grob, wenn ich fragen darf? Arbeitest du beim Fernsehen? Ja, ich wohne und arbeite jetzt seit einem Jahr in Hürth. Mhm. Und zwar in der Verwaltung, was ich halt ursprünglich mal gelernt habe und was eigentlich auch für mich jetzt nur so ein Broterwerb ist, da ich es eigentlich von der Materie her recht trocken finde. Mhm. Und ich bewundere halt die Leute, denen Karriere so wichtig ist, weil die es machen, da es eine Berufung für sie ist quasi, die sich wirklich Tag und Nacht da reinhängen können und sagen, ich mache das wirklich mit Leidenschaft und ich mache das gerne und für mich ist das gar keine Arbeit mehr. Mhm. Hast du nicht mal überlegt, dass du eventuell auch nochmal einen Beruf ergreifen könntest, möchtest, bei dem es bei dir auch so ist? Also zum Beispiel bei vielen Leuten ist es ja so, wenn die mit Leidenschaft einem Beruf nachgehen und dann sich so in eine Karriere stürzen, dass es sich fast wie ein Hobby anfühlt, zum Beispiel so ein Beruf. Das ist ja bei dir überhaupt nicht genau. so. Genau. Gibt es irgendwas, was man bei dir zum Beruf machen kann, was du hobbymäßig kannst? Ja, auf der Suche bin ich schon lange. Aber ich habe irgendwie noch nicht das Richtige gefunden. Also ich habe 1000 verschiedene Interessen und fange dann immer gerne eine Sache an. Aber verliere dann irgendwann die Disziplin oder auch die Lust, was durchzuziehen. Aber hast du nicht irgendein Hobby, was du seit 10 Jahren oder irgendwas, ich denke mir immer so, jeder Mensch muss auch was haben, was er gut kann. Und was er gerne macht, immer, was er immer machen könnte. Ob es nur ein Backen ist. Ja, genau, das frage ich mich auch, dass es doch eigentlich jeder Mensch haben müsste.
aber ich finde es bei mir nicht. Mhm. Hm. Sehr merkwürdig. Also ich habe alles Mögliche versucht, also probiert oder mal ausprobiert, sagen wir vielmehr. Mhm. Zum Beispiel so ein bisschen Schauspielerei wollte ich mal reinschnuppern, was natürlich heutzutage schwer ist, weil man dann ja nur bei diesen komischen Scripted Reality-Formaten landet. Ja, vor allen Dingen, wenn man in Hürth wohnt, da ist ja quasi, muss ja nur mit dem Fahrrad zum Studio fahren. Richtig, richtig. Und für ernsthafte Jobs fehlt einem natürlich dann die vernünftige Schauspielausbildung. Genau, ja, ja. Also du. Und nachdem ich da einmal mitgemacht habe, habe ich gedacht, nee, danke, also damit möchte ich mich dann nicht weiter beschäftigen. Ja, das ist vor allen Dingen ehrlich gesagt auch mit, das soll jetzt nicht diskriminierender als nötig klingen, aber mit 32 ist es schwer, nochmal in den Job reinzukommen, ne? Also ja, das ist ja eine Sache, die muss man. Neues Lernen ist natürlich unglaublich schwer. Also wenn, dann geht's ja wirklich nur mit Glück. Ja, obwohl das geht natürlich. Oder man hat eine super Idee, um sich selbstständig zu machen, wo man sagt, ey, das fehlt hier auf dem Markt und das würde ich gerne machen. Ja, in Hürth zum Beispiel fehlt jemand, der sich mal ein bisschen darum kümmert, dass die Stadt toll aussieht. Was für eine unglaublich hässliche, pisselige Vorort. Stimmt eigentlich, aber du kennst wahrscheinlich auch nur so die Luxemburger Straße. Luxemburger Straße raus und nee, ich fahre auch mal links und rechts. Das ist das Allerhässlichste und das ist ganz furchtbar, weil jeder, der nach Hürth reinkommt oder zu den TV-Studios fährt, kommt über diese schäbige Straße und da schämt man sich natürlich auch. Ja, aber auch selbst wenn man in die, ins, ich sag mal, Hürth-Zentrum reinfährt, ist das schon, ich meine, das ist eine Stadt, die ist, ich weiß gar nicht, ob die vom Krieg gezeichnet ist oder eher von den Jahren danach, als man versucht hat, was Neues, Modernes aufzubauen. Es ist so ein bisschen. Ja, das Problem ist, es gibt gar keine richtige City. Also die ja, City ja, genau. Ist hier das Einkaufszentrum, was es gibt, was Dreh- und Angelpunkt der Stadt eigentlich ist. Mhm. Aber ansonsten gibt es keine wirkliche City oder eine schöne Fußgängerzone oder so. Nee, und da ich vorher in Köln gewohnt habe, ist das natürlich ein ganz klarer Abstieg. Mhm. Aber es ist günstiger, ne? Ich kenne viele, gerade ja, junge Familien und so, die wohnen also alle da. Ich habe jetzt eine Wohnung oder wollte mir da eine Wohnung kaufen und in Köln hätte ich locker für dieselbe Quadratmeterzahl auch 100.000 Euro mehr bezahlt. Ja. Und dann greift man doch auf die Vorstadt zurück. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, aber ist ja interessant, dass du sowas gar nicht hast. Also, dass du gar nicht so irgendeine Leidenschaft, die immer, irgendein Hobby, irgendwas, was du seit Kindesbein, immer was dich immer interessiert hat, wo du dich immer wahnsinnig für interessiert hast. Ja, also, vielleicht, was ich super gerne mache, zum Beispiel Blödsinn labern. Ja. Oder Leute zum Lachen bringen. Ja, Radio. Willkommen im Radio. Willkommen im Radio zum Beispiel oder willkommen im weitesten Sinne willkommen in der Medienwelt. Ja, aber bin ich ja zum Teil auch zu alt. Die suchen ja alle junge, super Nachwuchsmoderatoren bis 30 Jahren und da bin ich ja auch schon drüber, ne? Dann sagst du einfach, du bist 19. Du hast nur so eine schwierige Krankheit, wo man so alt aussieht. Nee, aber das Problem dabei ist, das kann ich super in meinem Freundesbekanntenkreis, ich kann die Leute zum Lachen bringen und alles und Blödsinn labern, nur ich bin von Natur aus sehr schüchtern, bei Fremden kann ich das zum Beispiel nicht. Ja, guck mal, ich bin zum Beispiel auch sehr, ist ich bin auch, anderes, da muss ich man bin auch Leute sehr schüchtern. Sehen, aber ich könnte mich jetzt zum Beispiel nie irgendwie comedy-mäßig auf eine Bühne stellen. Und, ja, ist auch ein schwieriger Markt, aber Radio ist eigentlich perfekt. Ich bin auch ein sehr schüchterner Typ, sehr schüchtern eigentlich. Ich kann auch nicht so gut mit Menschen und es funktioniert alles auch nur hier, weil ich immer das Gefühl habe, ich spreche nicht mit echten Menschen am Telefon. Merkt man manchmal auch, wie ich mit den Leuten umgehe. Ja, ja, das kann der Grund dafür sein, da hast du wohl recht. Es ist schon ein Job für Schüchterne. Und du nuschelst auch. Ich dachte immer, das wäre natürlich auch ein Hinderungsgrund fürs Radio. Ja, ich nuschel. Ich nuschel sehr, ich nuschel und ich habe auch echt, ich habe auch einen Sprachfehler bei eigentlich. Mir ist das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, dass du nuschelst. Nee. Also ich habe die Late Line jetzt irgendwie so Herbst letzten Jahres entdeckt und seitdem höre ich regelmäßig über Podcast, weil ich ja sonst arbeite und diese Woche habe ich Urlaub, deswegen habe ich auch gedacht, ich rufe dich endlich mal an, um mal endlich mal zu machen. Sonst schläfst du immer um diese Projekt Zeit schon. Zu unterstützen. Schläfst ja, um diese Zeit? Schlafe ich schon um die Uhrzeit. Du schläfst um 10 vor 12 schon? Ja, also ich gehe meistens so 11:30 rum, sage ich mal. Mann. Aber dann fange ich gar nicht erst an zu hören, weil sonst kann man ja nicht ausschalten. Ne? Das ja stimmt. Logisch. Das geht mir manchmal auch so. Über Podcast. Wenn ich nicht anfangen würde mit der Sendung, manchmal fange ich auch nicht mit der Sendung an, sonst könnte ich nicht aufhören. Ach, genau, Freunde, manchmal verkackt, hast du auch, Scheiße. Bevor du anfängst. Ah, verkackte. Hier kriegen wir gerade übrigens eine heiße Information reingereicht. Die Top 10 der bestbezahlten Berufe laut der Berufsplattform monster.de. Achtung, Top 10, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt ist. Ist der das erste jetzt, was ich vorlese, das Top 10, Platz 10 oder ist das Platz 1, was ich jetzt vorlese? Wenn ich jetzt Top 1? Was? Jetzt kriege ich als Antwort Top 1. Wenn ich jetzt... Du solltest Chemiker. Natürlich anfangen, um die Chemiker. Also Chemiker ist der Beruf, bei dem man am meisten verdient. Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Ja. Als Chemiker verdient man am meisten. Dann wow, kommen Ärzte... Ich kenne einen, der Chemiker. Cool. Ja.
Also wenn es hier nur um Kohle geht, dann wird er Chemiker. Das kann ja so schwer nicht sein. So ein paar Sachen, keine Ahnung, Mentos in Cola-Leitflaschen reinwerfen und warten, was passiert. Mehr wird das ja wohl nicht sein. Genau. Ja, Britta, was machen wir denn da? Guck mal, Karriere, Berufsberatung. Böhmis Berufsberatungsbüro. Böhmis, ja, genau. Berufsberatungsbüro. Du bist doch hier auch so ein Karrieretyp. Du machst doch auch was, ja, du machst immer, ja, gerne. Also ja, aber das Wichtigste gehört, es gehört auch dazu, ich gehe auch über Leichen. Ich gehe gnadenlos, stimmt, über Leichen. Das kann ich zum Beispiel nicht. Mhm. Das unterscheidet uns schon mal. Ich gehe über Leichen. Ich habe jetzt zum Beispiel. Das ist manchmal zu hart, aber ich mag dich trotzdem. Ja, ja, naja, hart, aber herzlich. Arschloch mit Herz, sag ich mal so. Ja, außer wenn es um Tiere geht. Nee. Wegen dieser Hundegeschichte von Lena, ne? Nee, ganz im Ernst, weil ich finde, man sollte keine gebrauchten Hunde kaufen. Warum? Ja, aber ich habe auch einen gebrauchten Hund. Warum willst du denn einen Gebrauchthund kaufen? Ja, aber das ist ja gerade der Vorteil. Bei Gebrauchthunden weißt du nämlich, was du kriegst. Und wenn du dir einen Welpen holst, nur weil der niedlich aussieht, dann kann das voll der Assi-Hund sein. Aber den kann man sich machen, wie man möchte. Ja, der kann apportieren, schon, nur in der Praxis amputieren. Machen halt die wenigsten, weil da braucht man ja auch. Ich habe meinem Hund amputieren beigebracht. Amputieren? Mein Hund kann jetzt amputieren. Cool, mein Hund ist amputiert. Wirklich? Ja. Was hat er denn ab? Dem fehlt ein Bein. Dem fehlt ein Bein. Oh Mensch, ja. Zieht dich das nicht wahnsinnig runter, wenn du in Hirt sitzt und deinen Hund mit dem appen Bein anguckst? Nee, absolut nicht. Nee. Nee, die Hunde wissen ja nicht, dass sie behindert sind. Das ist ein ganz normaler Hund, der Lebensfreude hat. Was ist denn das für ein... Was ist denn das, wenn die Hunde wissen ja, nicht, dass also sie... Mensch, weiß doch, dass der jetzt amputiertes Bein hat, der denkt sich, ja scheiße, ich habe ein amputiertes Bein. Ja, aber der wird doch merken... Das und das nicht mehr machen. Der wird doch merken, dass er nicht so richtig laufen kann, wie so andere Artgenossen. Doch, der kann laufen, super sogar. Das ist ja ein Windhund und der kann auch sprinten. Und der kippelt nicht. Und der kippelt nicht. Mit drei Beinen kippelt er nicht. Nein, je schneller sie läuft, desto weniger kippelt sie. Das ist wirklich so. Das ist echt... Ja, weil Hunde mit drei Beinen, die kippeln nicht. Ja, nur beim Langsamgehen, da fällst du dann manchmal um. Also sie knickt vor, das sieht auch sehr lustig aus. Britta und ihr Comedy-Hund. Mach doch mal ein Programm zusammen. Ja, das stimmt. Oder ich mache mit meinem Hund so lustige YouTube-Videos und hoffe dann auf einen Interneterfolg. Oder dass dir irgendein Prothesenhersteller so ein Fiberglasbein bastelt für deinen Hund. Ja, oder das, genau. Und dann kann er mitmachen bei den Hunde-Paralympics. Paralympics, ja. Genau. Ja, genau, da mache ich die Karriere über meinen Hund. Ja, genau, wie Menschen das auch machen über ihre Kinder zum Beispiel. Das ist eine super Idee, Jan. Ja. Da hast du mich doch jetzt echt einen Schritt gemacht. Bring deinen Hund groß raus. Da hast du auch keinen Stress, dann wird der nämlich auf der Straße erkannt, wohingegen du mit einer Sonnenbrille immer hinter dem laufen kannst, wie Dieter Schroth bei Harald Glöckler. Herr Schroth ist der Mann im Hintergrund und Harald Glöckler ist der Star. Das wäre dann in dem Fall dein Hund. Und Herr Schroth, der zieht die Strippen und hat im Arsch das Hüftgelenk und Rückenschmerzen. Und ist aber trotzdem der Manager. Ich muss mir das wohl doch mal angucken, um mir da ein paar Tipps zu holen. Glöckler, Glanz und Gloria, natürlich. Muss man sich angucken. Ich habe das ja nur einmal reingesetzt, aber ich habe einen Bezug zu dem. Ich weiß, du bist Fan von dem. Und ja gut, dann muss ich das mal gucken. Was heißt Fan? Ich fühle mich da ein paar Tricks abschauen. Ich fühle mich auf so eine bizarre Art sexuell zu ihm hingezogen. Ach so, ja gut. Ja, das ist natürlich was anderes. Ob es dieser natürliche Kussmund ist oder diese wunderbaren Maurerpranken mit French Nails. Ja, kann ich schon verstehen. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich wahrscheinlich auch auf ihn stehen. Ich weiß gar nicht, so ein ganz stranger, ganz merkwürdige Gefühle in mir löst es aus. Ja, das freut mich für dich. Britta, ich bin gerne bereit, auch weiterhin hier deine Agentur für Arbeit zu sein und dein Sachbearbeiter in Sachen Lebensglück. Einfach immer wieder anrufen. Ja. Und wenn du mal nicht weiterkommst, Eckart von Hirschhausen hat wahnsinnig viele gute Bücher zu dem Thema geschrieben. Ja, wenn ich mal donnerstags nicht einschlafen kann, dann melde ich mich nochmal bei dir. Das mach mal gerne und geh nicht immer so früh ins Bett, das ist überschätzt. Ja, ist uncool, ne? Tschüss. Tschüss, mach's gut. Tschüss, Gruß nach Hirt. 0800 80 5 mal die 5. 0800 80 5 mal die 5. Das Thema heute ist Karriere. Wie haltet ihr es mit eurer Karriere? Habt ihr eine Karriere? Seid ihr auch ziel- und ratlos wie Britta? Habt ihr auch, wie der Patrick, euren gut bezahlten Job an den Nagel gehängt, weil ihr gerne LKW fahren möchtet? 0880, 5 mal die 5. Oder seid ihr wirklich echte Karrieristen, die voll aufgehen in ihrem Beruf? Traut euch, gibt's euch zu. Gibt's zu. Entschuldigung, oh Gott, da habe ich gerade gerülpst. Das ist mir nun unangenehm. Das würde ich gern rückgängig machen, aber man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann die Zeit, ich wünschte. If I could turn back time, if I could find a way. Hat schon Cher gesagt, aber ich kann es nicht. Ich kann auch nicht die Zeit zurückdrehen. Dann würde ich diesen Rülpser gern ungeschehen machen. Das ist nämlich der Nachteil bei diesem Gain, dass der, wenn der weg ist. Ich trinke ja immer wahnsinnig gerne Sprudelwasser. Wasser mit Gas, Kongas. Und dann muss man immer so rülpsen.
Erkenntnisse im Jahr 2013. Ja, ich trinke immer so gerne Sprudelwasser und davon muss man rülpsen. Das waren Erkenntnisse im Jahr 2013. Adam ist in der Leitung. Oder Adam. Hi, Adam. Hallo Adam, du klingst so, als hättest du gerade eine Riesenlatte und liegst auf einem Satinbettlaken. Ja, das habe ich wegen dir, Holger Klein. Ja. Oh, ganz ehrlich, ich habe gerade mit dir synchron gerülpst. Wirklich? Mhm, gutes Zeichen, oder? Vielleicht können wir dann bei Olympia, bei der nächsten Olympiade mitmachen, bei Synchronrülpsing. Vielleicht so mit schnuckeligen Badekäppchen und dann wird halt gerülpst im Kreis. Aber synchron. Ja, ich bin schon beworben. Wirklich? Ja, aber die haben, die Anforderungen sind halt so hoch, da mit diesen 20 Rülpsern pro Minute, ey, das ist Ausdauertraining ja. Total. 20 RPM. Ey, ganz ehrlich, Jan, ich bin so froh, dass ich nicht aus Fürth komme. Ich komme aus dem schönen Frankfurter Bahnhofsviertel und ich bin froh, dass ich in diesen hässlichen Hürth komme. Ich war einmal da und ich musste... Ich hasse Hürth, ich hasse es, Tam, ich hasse es so sehr. Ich hasse ja, es. Genau, da habe ich auch gerülpst, aber da kam dann noch was hoch, als ich diese Stadt gesehen habe. Es fuckt mich ab, Hürth fuckt mich ab. Aber ich bin auch schon mal in Frankfurt im Bahnhofsviertel gewesen. Ich bin mal vom Frankfurter Hauptbahnhof zu diesem Main Tower gelaufen, als ich die Late Line da live gemacht habe letztes Jahr. Ich weiß, das hattest du damals erzählt. Ich habe sogar zugehört. Und und das war ganz schön alter Schwede. Das ist wirklich ein Gang nach Cabanossi, da dieser Weg gewesen. Weil das war ganz schön, ich fühlte mich unsicher, gerade als Frau. Gerade als Frau. Ja. Es sind sehr nette Leute da. Die haben eine Fassade und sobald du die einmal zärtlich berührst, geben sie diese Fassade ab und werden zu den besten Samsten. Wie nennt man das? Ja, wie Per Steinbrück. Der Steinbrück-Effekt eigentlich. Man muss ihm Zeit geben und irgendwann so nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren ist er ein ganz kuschelweicher Schmusebär. Genau, und im ungefähr gleichen Zeitraum passiert das hier auch mit den Leuten, die man dann auf der Straße vorfindet, eigentlich zu jeder Uhrzeit. Bist du im Rotlichtmilieu tätig oder warum arbeitest du oder wohnst du im Frankfurter Bahnhofsviertel? Ich wohne nicht in einer Puffstraße, sondern so zwei Straßen weiter und habe hier einen schönen Ausblick in der Skyline und oben im 5. Stock bekomme ich überhaupt nichts von dem ganzen Gesocks da unten mit, von dem ich mich dann immer distanziere, wenn ich da durchgehe. Ich gehe dann immer mit einem Schutz raus und weißt du, in diesen Plastikbällen, kennst du die, wo man so die Straße runterrollt? Sorbingbälle. Genau, damit ich mir da bloß nichts weghole von den ganzen netten Leuten, kann die ja eigentlich nett sind. Genau, aber hier oben, hier mache ich dann meine eigene Party und die Miete ist halt angemessen. Das ist okay. Ja, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt. Jetzt aus der Reihe persönliche Geschichten des Radiomoderators. Ich habe mal bei HR3 gearbeitet, habe da die Morgenshow moderiert in Anführungsstrichen und auch gearbeitet in Anführungsstrichen. Am Dornbusch, oder? Am Dornbusch? Oder im Main Tower? Nee, HR3 ist ein Radiosender, der ist in Frankfurt in der Bertramstraße, beim Hessischen Rundfunk. Der Bertramstraße, ach so, okay. Sehr guter Radiosender, war eine ganz tolle Zeit. Dornbusch. Ich kriege hier gerade mitgeteilt von unserer Redaktion, die übrigens in Frankfurt sitzt, also die Late Line Zentrale ist in Frankfurt, dass der Stadtteil wohl tatsächlich Dornbusch heißt. Ah, siehst du ja. Und das war, da habe ich auch in Frankfurt gewohnt und habe das nur dazu. Ich habe Frankfurt als ich habe immer gedacht, es ist eine Verbrecherstadt. Irgendwie. Ja, die Verbrecher sitzen ja hier in den Wolkenkratzern, ne? Das zum einen und zum anderen eben, also ich habe immer gedacht, es ist so eine wahnsinnig unseriöse, halbseidene Stadt, Frankfurt. Ganz komisch, so vom Gefühl. Statistisch zu begründen ist das, weil die ganzen Straftaten im Luftverkehr auf den Flughafen zählen, der wiederum ja ein eigener Stadtteil von Frankfurt ist. Und so reden wir uns Frankfurter damit raus, dass das alles manipuliert ist und alles nur ein großer Fake ist. Genau, das habe ich nämlich auch mal gelesen. Die Kriminalitätsstatistik ist relativ eindeutig, dass Frankfurt da ganz weit oben mitspielt, ne? Ja, das tut es angeblich. Aber wir halten das nur für ein großes Gerücht. Hm. Interessant. Ja. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich einen Stream gefunden habe, der funktioniert hat. Da war ich bei 103.7 Unser Ding, wo die immer dieses Unser betonen und ich weiß bis heute nicht warum. Moment, und dann du hörst uns jetzt gerade bei 103.7 Unser Ding? Das glaube ich nicht. Da war ich zuerst und dann habe ich festgestellt, dass da irgendwas ganz anderes lief. Im Saarland sind wir nicht zu empfangen. Das ist, und zwar ist es folgendes, im Saarland werde ich nicht übertragen, also nur meine Sendung nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel am Donnerstag mich Holger Klein vertritt, dann läuft es im Saarland. Okay, und dann war ich beim Livestream von Fritz vom RBB. Da laufe ich dann auch nicht. Und dann war ich bei Enjoy the Music und da war ja wieder irgendwas mit Oscar.
Und dann habe ich festgestellt, dass auf eurer Homepage ein eigener Livestream ist. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich habe echt eine Stunde einen Stream gesucht, der funktioniert hat. Ja, ist immer am zuverlässigsten, lateline.de drauf zu klicken. UFM überträgt immer, Bremen 4 überträgt immer, das Ding überträgt immer und die anderen Sender sind so ein bisschen, sind so kleine Mimöschen, die ab und zu mal so eigene Sendungen haben wie Enjoy jetzt, ab und zu mal, ich glaube einmal im Jahr nur, Enjoy nur einmal im Jahr. Und bei Fritz, glaube ich, darf ich nicht moderieren, weil ich gleichzeitig, ich moderiere auch noch bei Radio 1 mit Olli Schulz eine Sendung und deswegen darf ich nicht bei Fritz laufen. Ja, glaube ich. So haben die das hier begründet. Ja, und im Saarland weiß ich gar nicht warum, aber ich wird nur ich, wahrscheinlich ist, bin ich technisch nicht übertragbar ins Saarland. Ich glaube, wir sind einfach noch nicht so demokratisch. Ich denke, du machst ja manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus und da haben die Saarländer sich gedacht, so, das müssen wir begrenzen. Ja, das ist, ich war ja übrigens, muss ich jetzt mal ganz kurz, ich war jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben im Saarland am Wochenende, am Sonntag, da war ich und hab da irgendwie für SR2 habe ich Promotion gemacht für mein für ein Produkt und da war ich zum ersten Mal im Saarland und hab dann da mal die Stadt und das Saarbrücken mal kennengelernt und mal so sich angefühlt wie, also mal gefühlt, wie so Saarland sich so anfühlt. Muss sagen, ich war jetzt eigentlich ehrlich gesagt ja jetzt ernüchtert fast. Ich hatte gedacht, dass es schlimmer sich anfühlt. Es war eher so Ja, das kommt halt immer drauf an, mit welchen Erwartungen man dahin geht, ne? Wenn man zum Beispiel denkt, okay, Hürth ist nur eine ganz normale Stadt an NRW und man stößt drauf und findet heraus, dass es total hässlich ist und dann geht man aber mit der gleichen Einstellung, dass es total hässlich sein muss nach in so einem Saarland, dann kann es natürlich sein, dass man dass man positiv überrascht wird. Ja, Saarland ist jetzt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass Saarland hässlich ist. Ich habe gedacht, dass die Menschen im Saarland unglaublich dumme Menschen sind. Das habe ich jetzt aber gar nicht so empfunden. Also sie waren sehr einsilbig und so, aber als sehr dumm habe ich es jetzt nicht empfunden. Vielleicht waren das auch nur so, weißt du, wie wenn Willy Brandt früher in die DDR gereist ist, da haben die ja auch nicht die echten Leute auf die Straße gelassen, sondern da waren alles irgendwelche Stasi-Mitarbeiter, die so getan haben, als wären sie echte normale Leute, damit Willy Brandt denkt, dass alles in Ordnung ist. So. Ja, vielleicht war das komplett alles Fassade, so wie bei der Truman Show, also wo die alles dann nochmal eingerichtet haben und dann alles geplant natürlich für deinen Besuch. Ja, und wenn du da durchgehst, dann jeder Schauspieler dreht sich eigentlich nur im Kreis den ganzen Tag, das ist deren Job und dafür kriegen sie dann ihre 4,50 €. Genau. Und dann gehen sie da in ihre Saarland-WG zurück, wo dann irgendwie 5000 Betten in einem Gebäude stehen und dann die ganzen Schauspieler residieren. Und nach 20 Jahren haben sie einen üppigen Verdienst und kehren dann nach Hause, ne, nach Ostdeutschland oder was sonst. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das Saarland so funktioniert. Und ich habe dann in so einem Hotel gewohnt eine Nacht, wo ich auch gedacht habe, haben sie jetzt nur das Hotelschild dran geschraubt, das ist auch normalerweise kein Hotel, weil das war so, sah von außen so aus, wie so eine Geheimdienstzentrale mit so einem Waschbeton, so ein 70er-Jahre-Bau, unglaublich hässlich, muss man wirklich sagen, unglaublich hässlich. Und da vielleicht habe ich da wirklich in der Höhle des Löwen geschlafen, beim saarländischen Geheimdienst SAIA. Gar nicht schlecht. Genau. Du musst einfach versuchen, beim nächsten Mal etwas völlig Unerwartetes zu tun. Da, gar nicht in dein Zimmer zu gehen, das dir zugewiesen wurde, sondern einfach versuchen, irgendwelche Türen aufzureißen und da dann herauszufinden, ob das wirklich alles, ob da die Fassade aufhört. Ob das da einfach dann nichts ist, wo du die Tür aufmachst und du fällst raus, wenn du einen Schritt weiter gehst, weil da einfach so viel Geld hatten die dann doch nicht für dieses ganze, für diese ganze Fassade, für diese Raumwelt. Ich das Problem ist nur, es gibt, also ich frage mich, wann ich das nächste Mal im Saarland bin, wann ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, dort zu sein. Es ist auch sehr schwer zu erreichen. Man kommt mit Autobahn, glaube ich, gar nicht hin. Es gibt gar keine Autobahn ins Saarland. Und auch Zugfahrt, also eine Zugfahrt von Köln ins Saarland dauert 4,5 Stunden. Man muss irgendwie über Mannheim fahren und da muss man in Mannheim ganz lange am Bahnhof warten, bis dann irgendwie so eine Dampflokomotive kommt mit so vergitterten Waggons, mit so vergitterten Fenstern. Weil man mit normalen Zügen gar nicht ins Saarland reinfahren kann, anscheinend, aus irgendwelchen Gründen. Das ist auch eine andere Spurbreite. Ja, das stimmt, genau. Ja, die haben ja komplett alle, die haben ja auch anderes Bildformat im Fernsehen, das haben sie da quadratisch angelegt, weil die meinen, die werden besonders kreativ. Die haben NTSC und wir haben PAL. Genau. Und dann jedes Mal importiert da irgendjemand seine Kassetten rein und wundert sich dann, dass da nichts funktioniert. Die ganzen DVDs sind so alles für den Arsch. Man darf auch zum Beispiel kein Fleisch mitnehmen ins Saarland, weil das da irgendwelche Keime dann da, es ist wirklich wie wenn man nach Australien reist, aber mit dem Zug. So ungefähr ist es, ins Saarland zu fahren, wirklich. Ich hatte mal eine Freundin, die hatte Eltern tatsächlich und die wiederum kam aus dem Saarland. Ja. Und ich habe die natürlich nicht verstanden, ne? Da kam immer so wie the Mobbage on the Bobbage und so. Ja, also hat so Mobbage, 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 Mobbage.
hatte leicht einen hessischen Touch und ja, die waren schon anders, ne? Also da. Also ich glaube, das war vielleicht wie Britta's Hund. Also vielleicht haben die gar nicht gemerkt, dass die anders waren. Vielleicht haben die nicht gemerkt, dass die, ich will nicht sagen behindert, aber das ist schon anders, ne? So einfach. Ja, ich meine, was. Die waren gut auf ihrem Gebiet bestimmt, so, also Saarland, Geografie vielleicht, kannten sich in der Fassade aus, aber das war es dann auch. Ne? Ja. Ja, schön, dass wir nochmal so heftig über das Saarland hier so einen quasi rhetorischen Napalmteppich ausgebreitet haben. Ich denke, man sollte jede Gelegenheit beim Schopf greifen. Absolut. Und die Leute auch aufklären, dass die nicht mit falschen Erwartungen dahin gehen, ne? Und dass sie da denken, die können einfach mit der Bahn mal kurz rüberfahren und ein paar DVDs kaufen und dann fahren sie nach Hause und werden enttäuscht, weil alles komplett anders ist. Ja, völlig, das ist schon wichtig. Richtig. Ich denke, das ist auch Aufklärungsarbeit, die du mit der Late Line leisten möchtest. Ne? Das ist völlig richtig. Und ich danke dir ganz recht herzlich, dass du da jetzt, lieber Adam, für mich nochmal so ein kleines Plädoyer gehalten hast aus deiner Puffwohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dann lass dich nicht abziehen unten, immer schön Butterfly-Messer in der Tasche haben und wir hören uns hoffentlich bald wieder, ne? Auf jeden Fall. So machen wir. Wir haben übrigens gar nicht über das Thema geredet, hast gemerkt, ne? Ja, habe ich gemerkt. Ich aber auch. Das war eh alles nur Fassade. Falsche Angaben. Ja, genau, das war Fassade. Da haben wir was gemeinsam. Bis bald. Tschüss, Adam. Bis bald. Mach's Ciao. Gut. Tschüss. Ciao. 0800 80 5 mal die 5. Ich muss mal kurz an mein Mikrofon, es fehlt ein Popschutz. Ich muss kurz einen Popschutz ans Mikrofon anbauen, weil ich merke, es ploppt. Es kann sein, dass jetzt ein unangenehmes Geräusch kommt, liebe Zuhörer. Achtung. Ach, guck mal, so klingt es. Das ist, dieses Geräusch. So, wenn ein Penis Ohren hätte, so klänge es, wenn er sich ein Kondom überzieht. Ich habe jetzt einen Popschutz auf das Mikrofon getan. Ein Popschutz ist, liebe Laien, liebe Radio-Laien, wenn ich Laute, also P zum Beispiel sage, P oder T, Buchstaben, die einen schnellen Luftausstoß verursachen, dann, wenn man keinen Popschutz auf dem Mikrofon hat, zieh mal den Popschutz wieder ab, dann klingt es so. Das ist ein sehr unangenehmes Geräusch für euch Radio-Laien, aber auch für Radio-Profis. Das sollte man vermeiden, deswegen macht man da so ein kleines Schaumstoffbuschelchen drüber. Das ist im Fernsehen sind da auch immer gerne die Senderlogos drauf gedruckt. Das heißt Popschutz und den schieben wir mal drüber. So. Und jetzt kann ich sagen, was ich möchte, aber es klingt immer ohne, dass es, also es macht dieses eklige Geräusch nicht mehr, weil die Luft durch dieses Schaumstoffding quasi verteilt wird und nicht mehr so punktuell in die Mikrofonmembran rein. So viel zum Thema Knopf-Hoff-Show mit eurem Techno-Bömi. Bömi Yogesh war. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line und ich darf euch recht herzlich bitten anzurufen zum Thema Karriere. Wenn ihr heute die Echo-Verleihung gesehen habt und da richtig mitgefeiert habt, irgendwie mit Knicklichtern in der ersten Reihe gestanden habt und eine dicke fette Party zu Depeche Mode oder Lena veranstaltet habt, dann ruft doch gerne auch an 0880 5x5. Wir machen einen kleinen Ausflug zum einen nach Bremen. Wir sagen Hallo Madeleine. Madeleine? Madeleine. Ja. Hey Madeleine. Du, ich möchte gerne mal kurz, bleib mal ruhig in der Leitung. Wir können mal zusammen eben im Internet gucken, was sich da so tut, weil wir sind ja auch eine Multimedia-Sendung hier in der Klein. Es gibt einige tolle neue Einträge bei Facebook. Hör doch auf, das Saarland zu dissen. Im Saarland sitzt die Firma Trumpf. Edle Tropfen, Ausrufezeichen. Schreibt Mirk. La Hopper schreibt, montags wird doch eine Stelle frei von 23 bis 1 Uhr. Das stimmt, der liebe Kollege Jens-Uwe Krause hört auf mit der Montagssendung. Ob nicht Britta aus Hürth die Sendung übernehmen möchte einfach. Tja. Und dann weist mich noch Johnny darauf hin, dass Klaas und die Supernanny gerade bei Land sitzen. Oh, da muss ich mal direkt mal reingucken. Klaas, Häufchen Einlauf. Da, Eis laufen gerade. Zirkus Halligalli Einspieler, die finde ich mal so lustig. Die harte Faust des Herrn Papa. Ja, alles klar. Ja, so viel bei Facebook. Hast du auch noch irgendwie was beizutragen, online-mäßig, Madeleine? Online-mäßig? Nee, ich sitze schon im Bett. Ach so, ja, das kann man nicht. Ich bin nicht mehr multimedial aktiv. Du sitzt schon im Bett. Ich sitze, ja. Im Bett sitzen ist, ist das nicht sinnlos? Man kann sich doch legen. Ja, nicht, wenn man telefoniert. Wieso?
Können Frauen nicht. Ich weiß nicht, ich habe nie probiert, aber ich glaube, man hört doch, dass man liegt, oder? Das macht mir überhaupt nichts. Das ist ganz im Gegenteil. Du weißt gar nicht, wie viele Leute jetzt masturbationsbereit irgendwo in Deutschland rumsitzen und darauf warten, eine Frau zu hören, die sich in Betten wälzt. Madeleine, denk doch mal ein bisschen an unsere Hörer. Denk doch mal, think mal ein bisschen Corporate Thinking hier. Wir wollen doch auch nur Quote machen. Entschuldigung, nächstes Mal. Kannst du mal das Telefon so ein bisschen an der Bettdecke reiben? Ja, kann ich mal. Mach mal bitte. Geil. Geil. Ja, zum Glück ist nach 12, ne? Ja, wir dürften es schon nach 23 Uhr. Die Sendung ist ab 16, ja? Die Sendung ist ab 16. Wir können alles sagen. Manchmal rufen Leute an, die sind unter 16. Das ist immer ein Problem, weil man sich mit denen nicht über alles unterhalten darf. Ja, klar. So, mal zu dir. Madeleine, du studierst in Bremen. Ich studiere in Bremen, ja. Was, wenn ich fragen darf? Ich studiere jetzt eine Kombination aus Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Also voll drin im absoluten Karrierefach. Mhm. Ja. Um dich herum ganz viele Fred Perry Hemdträger mit V-Ausschnitt in der Freizeit. Ja, die hab ich hinter mir. Also das ist jetzt mein zweiter Anlauf, muss ich sagen. Was heißt das? Also ich habe Tourismus studiert. Tourismus? Ein ganz tolles Studium. In Bremen? In Bremen, ja. Nein, ist wirklich schön, aber es ist natürlich nicht das, was man sich darunter vorstellt. Das war mein Bachelorstudium. Ich habe ein Jahr gearbeitet und hatte dann irgendwie voll die Sinnkrise, weil ich dachte, oh Gott, das will ich gar nicht. Und habe dann ein halbes Jahr gar nichts gemacht und habe dann BWL studiert ein Semester. Und da waren Fred Perry Träger noch und nöcher mit Polohemden und ich habe mich so gar nicht wohl gefühlt. Mhm. Naja, und irgendwann wird man ja älter, ne? Ja, man wird älter. Und man muss sich entscheiden. Und jetzt bin ich ein bisschen mehr in die forschungsorientierten Master gegangen. Aber so richtig, naja. Aber trotzdem sind in deinem Studiengang ganz schön viele karrieregeile Fuzis. Natürlich, das liegt wohl in der Natur der Sache. Ne? Ja. Wie gehst du mit solchen Leuten um, wenn du eigentlich eher auf Forschung guckst und nicht eines Tages mal die Firma deines Papas übernehmen möchtest oder ganz groß rauskommen wirst als Unternehmensberater? Man macht sich sehr unbeliebt. Also ich finde es auch ehrlich gesagt, auch ich beobachte das so in meinem näheren Freundeskreis nicht unbedingt, aber so in meinem Alter, die Leute sind dann doch eher daran interessiert, wo sie im Auslandssemester sind und das auf Facebook zu posten. Mhm. Und am besten noch das nächste Praktikum bei Siemens zu machen oder bei anderen Firmen. Mhm. Und ich finde es sehr schlimm, ehrlich gesagt. Ich frage mich immer, wie bin ich hier gelandet? Weil ich einfach nicht so der Typ dazu bin. Man natürlich auch entsprechende Diskussionen dann führt. Ne? Mhm. Über Managergehälter von 20 Millionen Euro. Wollen viele, und dann wahrscheinlich finden sie es auch okay, dass man das verdienen kann, 20 Millionen Euro. Ja, klar. Wahnsinn. Ja, absolut legitim. Naja gut, ich meine, es ist ja auch okay, wenn man dafür wirklich auch 20 Millionen Euro Leistung abruft, aber ich bezweifle, dass ich das irgendwie, naja, ist ja auch egal. Jetzt wollen ja, es ist ja auch immer die Frage, was man als Leistung definiert, ne? Mhm. Und ob nicht vielleicht jemand, der eine gemeinnützige Organisation leitet und viel Besseres tut als so ein wirtschaftliches Unternehmen, nicht vielleicht auch so viel Geld verdient hätte. Warum wollen die ganzen, woran misst man Leistung? Warum wollen diese ganzen jungen Stecher mit Mitte 20 unbedingt Unternehmensberater werden? Ich kenne wahnsinnig viele Unternehmensberater aus meinem Bekanntenkreis oder so Leute, die man so eben so kennenlernt. Das sind so 48-Stunden-Tage und man macht einfach, also es ist einfach, glaube ich, man investiert so wahnsinnig viel und ist nie zu Hause und hat kein Leben, bis man Mitte 30 ist und verdient wahnsinnig viel Kohle und irgendwann ist man 60 und denkt sich so, oh ja. Das war's dann. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, früher habe ich das auch gedacht und bin auch ziemlich gerade durchmarschiert, immer gute Noten gehabt und irgendwie Praktika und keine Ahnung. Und aber letzten Endes weiß ich nicht, entweder man merkt irgendwann, dass es auch einem nicht gedankt wird, letzten Endes. Ne? Ich kann auch auf der Straße überfahren werden und morgen ist mein Job halt jemand anderem gegeben und ich habe mich kaputt gearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich finde es schade, weil auch irgendwie so das Verständnis füreinander einfach verloren geht. So mal nach links und rechts zu gucken, das erlebe ich in meinem Studium ganz, ganz selten. Mhm. Und das finde ich extrem schade einfach. Man ist eigentlich mehr daran interessiert, andere miteinander auszustechen oder ja. Keine Ahnung. Wie schaffst du das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren da unbeschadet und moralisch integer durchs Studium zu kommen? Hast du denn wenigstens ein paar Freunde, die auch das so ähnlich sehen wie du?
Ja, klar. Also ja. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich zu BWL oder zu diesem Wirtschaftlichen gekommen bin, aber mein näherer Freundeskreis, die meisten haben gar nicht studiert. Cool. Auch meine Familie ist eher bodenständig, also Ich denke, ich krieg's hin, aber mal gucken, was ich in anderthalb Jahren sage. Ne? Da kannst du einfach nochmal anrufen zwischendrin und mal einen Stand geben, wie es an der Bremer Uni mit den BWLern so läuft. Ja, die Fachhochschule. Ist die Fachhochschule? Ist die Fachhochschule, wenigstens die Fachhochschule. Ach so. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum bei Touristik an der Uni kann man nicht studieren. Nein. Das ist die Fachhochschule. Nein. Das ist die in der Neustadt, ne? Ja, genau. Ah, okay. Kenne ich noch von früher. Dann geht ihr mal bestimmt im modernes Tanzen. Modernes, natürlich. Direkt um die Ecke. Ja, aber die Zeiten. Die Zeiten sind auch vorbei, ne? Mit 25, da wird nicht mehr getanzt. Ja. Da kommt schon, die Bandscheibe meldet sich dann schon beim Tanzen. Ja, absolut. Also 25. 25 ist schon sehr, sehr alt. Sehr alt. Kühe werden nie 25. Die werden mit 2 Jahren geschlachtet, spätestens. Ja, siehst du? Ach, da bin ich ja eigentlich ganz gut dran. Da bist du ganz gut weggekommen, das stimmt. Ja, ja. Madeline. Halt die Ohren steif und alles Gute nach Bremen, ne? Dankeschön. Ciao. Ja, schönen Abend. Ciao. 0880, 5x5 ist die Telefonnummer und Max from Nottingham, 21 years old, ist via Skype zugeschaltet. Haben wir jetzt auch ein Bild oder was? Nee, leider nicht, aber ich habe auch einen Popschutz. Ah nee, jetzt habe ich ihn gerade weggemacht. Du klingst so, als würden wir gerade irgendwie Ego-Shooter zusammenspielen und wir würden über Teamspeak miteinander reden. Hör mal, Pop. Poppen. Ja. Poppen, Bumsen. Da ist es Bumsen, Poppen. Ihr habt gerade über Fred Perry gesprochen, ne? Ja, genau, der ist ja. Hat denn der Umlauf eigentlich einen Vertrag mit Fred Perry? Wollte ich immer mal irgendwie fragen. Klaas Häufer Umlauf hat einen Vertrag mit Fred Perry, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. In jeder Sendung trägt der einen Fred Perry-Shirt. Jetzt hat er momentan das Sakko von anscheinend seinem alten Chemielehrer an oder seinem alten Physiklehrer an, bei Lanz zurzeit. Ja, kann ich leider nicht empfangen, weil ZDF Livestream ist sozusagen gesperrt für ausländische. Warum eigentlich? Ja, aus rechtlichen Gründen. Ja, damit die Leute in der Welt nicht sehen, was wir uns hier den ganzen Tag angucken müssen. Richtig, ja. Wahrscheinlich das. Du bist in Nottingham, bei London. Ja, 2 Stunden ungefähr entfernt. Oh Gott, Geografie-Blamage 2000. Wie komme ich denn darauf, dass Nottingham bei London liegt? Ich war kürzlich in London und hab dann irgendwas Nottingham auf dem Schild gesehen. Okay. Warte mal. Ja, weiß ich nicht. Leck mir mal, ich bin bescheuert immer. Das ist so einfach. Schau doch mal bei Google Maps. Tatsächlich, du hast recht. Es ist wahnsinnig, weil es ist also komplett, also es ist näher dran an New York als an London. Eigentlich. Entschuldigung. Vielleicht habe ich auch Notting Hill mit Notting Hill verwechselt, was noch viel peinlicher wäre. Ich sage am besten gar nichts mehr. Nee. Aber ich finde, dass Julia Roberts einen wahnsinnig tollen, riesengroßen Mund hat. Findest du? Ja. Die kann bestimmt einen ganzen Rettich mit einem dicken Ende in den Mund reinstecken. Ohne, dass ihr Kiefer ausgerenkt wird. Bestimmt. So, Max. Ja, how are you? I'm very, very fine. Oh, let's talk English. Why not? Yeah, why not? Why are you in Nottingham? Because I want to make money. Yes, good. Loads of money. Loads of money. And therefore, my parents told me to go to England. Go to England because they have real money over there. Not here's a fucking euro with the crashing Cypern and I don't know, here's the Greeks crashing too and the Portuguese and the Spain Hispanic people. But they have the pound over there. Yeah, the pound, the British pound. And there's a hot chick on the pound. Yeah, don't say something negative about the queen, because she can hear you. Yeah, she can hear everything. Yeah. And also the university, they have very good reputation, of course. And do you get hänselt because of your bad English? Sometimes. Yes, yeah, sometimes. Selbst ich bin ja kurz davor, dich zu hänseln, obwohl mein Englisch auch nicht wesentlich besser ist. Ich habe hier vor mir übrigens vor kurzem in der Late Line auf einem 5-Pfund-Schein der Königin von England einen Hitlerbart gemalt. Den habe ich hier liegen. Der liegt hier in der Hand. Ich kann den dir, theoretisch könnte ich den sogar zuschicken. Da kannst du dir schön Eis von kaufen. 5 Pfund ist eine Menge Geld, ne? In England nicht unbedingt. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Lebensmittel eingekauft hast in England, aber das ist... Habe ich noch nicht. Nee, das ist aus Sicherheitsgründen. Wenn ich in England bin, dann bringe ich immer eigenes Essen mit, weil den Fraß da, den kann man wirklich nicht...
niemandem zumuten. Ja, und der Pferdefleischskandal hat da hier seinen Anfang genommen. Ja, wobei das bei den Engländern wirklich hart immer noch schwer sitzt und traumatisiert, viele Menschen traumatisiert hat. Uns Deutschen ist ja relativ egal, weil wir ja auch so Pferd essen, aber beim Engländer... Nee, das ist hier wie in Indien die Kuh. Das ja. Hat einen ganz anderen Status hier, das Pferd. Dem Engländer ist das Pferd, was dem Inder die Kuh ist. Genau. Das Pferd ist ein Statussymbol. Ja, richtig. Jeder sollte ein Pferd haben. Jeder, der was auf sich hält, hält ein Pferd zu Hause. Nicht den Mercedes vor der Tür, sondern... ein Pferd vor der Tür. Ja. Ein Pferd auf dem Flur. Ich muss ganz kurz mal Max die Telefonnummer sagen, damit die Leute weiter anrufen. Wir können gleich weiter. Moment. 0800 80 5 mal die 5. Du studierst International Business und Chinesisch. Korrekt. Das heißt also, du möchtest eines Tages unser Schlüssel zum asiatischen Markt werden. Ja, du hast ja so ein bisschen über Strategie gesprochen vorhin und das war wirklich eine strategische Entscheidung. Außerdem nach dem Abi bin ich viel gereist und war dann auch in Asien viel unterwegs. Und mir hat es dort sehr gut gefallen, besonders in Thailand, aber da ist es dann eher schwierig, irgendwie Karriere zu machen. Ja, ist ja auch ein relativ armes Land, ne, oder? Ja, ja. Und dann lag also man kann, glaube ich, Karriere machen, aber man wird halt nicht wahnsinnig reich in Thailand. Richtig, wenn man in Bangkok arbeitet, auch selbst für ein westliches Unternehmen, zum Beispiel Mercedes oder so, wird man da nach thailändischen Verhältnissen bezahlt. Ja, aber man kann sich ja relativ günstig als Mann auch Brüste machen und den Pimmel amputieren lassen, zum Beispiel. Richtig, die sind da, was die Geschlechtsumwandlungen angeht, sehr, sehr weit vorne. Spitzenreiter, Weltmarktführer. Richtig, ja. So, und jetzt hast du dich auf Chinesisch und International Business eingelassen, damit du das eines Tages mal irgendwie zu Geld machen kannst. Ja, ich will sozusagen der Mittelsmann sein zwischen europäischen und chinesischen Unternehmen, also derjenige, der sich dann auf beiden Märkten auskennt, beide Kulturen kennt, beide Sprachen spricht. Wie ist denn dein Chinesisch? Besser als dein Englisch? Mir ist klar, dass mein Englisch, dass ich das extra ein bisschen auf Englisch gemacht habe, ja. Aber it's not, I didn't notice. Nee, also der deutsche Akzent, der bleibt natürlich immer ein bisschen. Ja, wie weit bist du denn mit Chinesisch? Du bist jetzt 21 Jahre alt, das heißt, du studierst wahrscheinlich schon 2 Jahre oder ein Jahr? Nee, ich bin jetzt im zweiten Semester. Also ein Jahr. Ja. Kannst du dich schon mit einem durchschnittlichen Chinesen unterhalten? Kommt drauf an, worüber. Übers Wetter und Einkaufen, ja. Über Business zum Beispiel? Die Finanzkrise, nein. Zum Beispiel sowas wie: Die Arbeiter dürfen nicht so viel Geld bekommen. Nein. Oder haben Sie auch Peitschen? Ja, das kann ich vielleicht. Was heißt denn zum Beispiel Gewerkschaft auf Chinesisch? Gewerkschaft. Ja. Oder kann ich das, nicht sagen, gibt's das auch gar nicht in China, das Wort? Wahrscheinlich nicht, nee. Nee. Kündigungsschutz. Was heißt das denn? Ladenschlussgesetz. Gibt's sowas in China? Denke nicht. Wie läuft's denn? Meinst du, dass es was wird? Also dein Studium, wird es eines Tages in irgendwas münden, womit du richtig Kohle machen kannst? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Der Studiengang ist auch relativ neu. Das heißt, die Uni kann auch nicht wirklich sagen, wie die Erfolgsaussichten sind, aber... Und warum musst du das in England machen? Und warum machst du das nicht in Deutschland? Es gibt doch bestimmt auch chinesische Studiengänge in Deutschland. Ganz einfach, mein NC war so dermaßen schlecht, dass ich höchstens irgendwie im Greifswald. Aber wer bezahlt dir das dann? Bezahlen deine Eltern die ganzen Kapriolen? Ja, ja, oder? Ja, wirklich? Ja, ja. Echt? Ist ziemlich teuer, also ein Tausender für die Uni im Monat. Boah! Dann, dazu kommt die Wohnung, 600. Was? 1600 Euro? Dann natürlich noch Essen, Internet, Handy, sowas alles, ne? Was man alles braucht, natürlich. Ja, ja, ja. Dann wünsche ich dir, Max, alles, alles Gute, toi, 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 und dass der chinesische Markt dir eines Tages zu Füßen liegt. Ja, hoffen wir es, ne? Und liebe Grüße an die Eltern, die machen alles richtig. Mach ich. Tschüss. Ciao. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. 0880 5 mal die 5. Andreas aus Leer, 45 Jahre alt, ist in der Leitung. Hey. Moin, na, alles klar? Ja. Mir graust es gerade vor der Vorstellung, dass ich eines Tages mal unterhaltspflichtige Kinder habe, die auch nach Nottingham wollen und ich dann irgendwie schön 2000 Ocken ablatzen darf jeden Monat. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ganz schön viel Geld. Das ist richtig viel Geld. Aber was tut man nicht alles, wenn der Sohn eines Tages halb China unterjochen soll, ne?
Ja, wenn das mal klappt, ich meine. Toi, toi, toi. Ja, aber ich muss dir recht geben, mit deinem Englisch, wenn das auch das Chinesische ist, dann wird es schlecht mit dem Regieren. Das stimmt. Ja. Ja. Was ist deine Geschichte, mein lieber Andreas? Ja, also wie gesagt, ich habe dann auch mal studiert, Maschinenbau. Mhm. Und bin dann in eine Firma eingestiegen, die ja Getriebe gebaut hat, beziehungsweise Teile für Getrieben gebaut hat, die dann in die Windenergie gingen. Mhm. Wir sind relativ schnell expandiert in den 90ern, erfolgreich, so dass ich dann zwei Produktionsstätten auch geleitet habe hier in Deutschland, mehrere Produktionsstätten im Ausland überwacht habe. Du warst Geschäftsführer? Ja, technischer Geschäftsführer. Wir waren zwei, einmal der kaufmännische Geschäftsführer und einmal der technische Geschäftsführer. Ja, aber du warst ein Geschäft, du hast ein, ja. warst ein Manager ja. quasi, ein kleiner Manager. Ja, genau. Ja, so klein waren wir gar nicht mehr. Und ja, kleiner Manager, genau. Und es ist alles auf der Strecke geblieben natürlich, das Privatleben, Ehe, gut. Trennung. Das kann passieren, klar, Trennung, damit kommen wir noch klar. Aber dann ging halt, ging's los mit Depressionen, ständige Erschöpfheit. Und das ging dann halt so weit, dass dann körperliche Leiden dazu kamen, Lähmungserscheinungen in den Beinen. Ja, dass man, ja, teilweise über halbseitige Lähmung, dass man wirklich so Arme und Beine nicht mehr richtig kontrollieren konnte. Nachts schlafen war eineinhalb Stunden, zwei. Mhm. Man hat zwar dann insgesamt 6-7 Stunden geschlafen, aber eben keine Tiefschlafphase mehr. So dass letztendlich wirklich nur noch blieb, ins Krankenhaus zu gehen. Diagnose und Burnout. Ja, man hat es Burnout genannt, genau. Ist aber, ja keine Krankheit, also, eigentlich sagen die Experten, sondern ist ja mehr so eine Anhäufung von Symptomen. Genau. Erschöpfungserscheinung. Bei mir war es dann aber halt so schlimm, dass ich dadurch halt Nervenentzündung hatte, Magengeschwüre. Oh je. Und ja, das Schlimme war, dass das Nervensystem relativ beschädigt war. Und so, dass es dann halt kam, dass ich krankgeschrieben war und dann ging es mit Umschulung und dies und das. Und ja, ich habe dann was Ungewöhnliches gemacht. Ich habe mich dann komplett rausgezogen. Ich hatte natürlich auch etwas angespart, habe sehr sparsam gelebt, aber wirklich auch sehr spartanisch, nur für mich. Habe mir dann in Ostfriesland so eine ja ganz kleine Wohnung ganz außerhalb genommen und ja, habe dann zwei Schweine gezüchtet. Du hast Schweine gezüchtet? Ja, zwei Stück für mich halt so selber. Also damit zum Essen oder zum... Reden. Nein, ich konnte sie nicht. Also ich wollte sie eigentlich züchten zum Essen nachher, aber das konnte ich nicht. Ich musste sie dann verkaufen, das durften dann andere essen. Oh. Und ja, hab dann so einen kleinen Gemüsegarten gemacht. Also damit ich was zu tun habe, hast du aber. Du hast quasi dein ganzes erspart, du hast völlig anders, du hast dein Leben komplett umgestellt von einem Tag auf den anderen, weil du gemerkt hast, es geht so nicht weiter, um das mal so zu sagen. Genau, weil die im Krankenhaus mir auch nicht wirklich helfen konnten, weil ich immer diesen Druck hatte mit Umschulung und dann, was machst du, wie ernährst du und und ich hatte immer diesen Trip, du musst weiter und du musst da irgendwie wieder reinkommen. Und irgendwann habe ich dann in den Schluss gesagt, du kannst da nicht mehr reinkommen, das ist vorbei. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt einfach nur für mich gelebt. Und lange Haare wachsen lassen und so ein Vollbart und so, was dann so der... Ich habe mich nicht komplett gedreht in meinen Ansichten, nee. Ich habe einfach für mich die Ruhe gesucht. Ich habe mich weiterhin rasiert, ich habe weiterhin meinen Kurzhaarschnitt, aber das Kurzhaarschnitt normal mittellang und war auch weiterhin gepflegt, habe auch geduscht, also das ist nicht das Ding. Aber eben, wie gesagt, mein eigener Garten, habe mich um mich gekümmert. Und habe dann gemerkt, relativ schnell nach einem halben Jahr, dass ich wieder alles bewegen konnte. Und war auch regelmäßig beim Arzt und der hat auch gesehen, ich habe dann auch wieder zugenommen. Und dass es mir gut ging. So, und das habe ich dann eineinhalb Jahre gemacht. Merkte dann natürlich, dass meine Ersparnisse so langsam mal zu Ende gehen. Ja. Und habe mir überlegt, was ich dann mache. Und habe mich darauf konzentriert, dass ich nun mal gut in meinem Job war. Habe mich als Unternehmensberater selbstständig gemacht und berate jetzt halt die Firmen, die das bauen, was ich früher gebaut habe, bin wieder weltweit unterwegs. Mit Flugzeug und allem drum und dran. Aber anders. Für mich alleine. Keine Personalverantwortung. Und die hat mich kaputt gemacht. Diese Personalverantwortung letztendlich, dieses ganze Drumherum, ich habe ja eigentlich Maschinenbau studiert, weil ich die Technik. Und es war aber nicht mehr die Technik. Es war nachher, mehr Personal. Es war also und diese Führungsstärke und dass man nicht an sich ranlässt. Und das hat mich kaputt gemacht. Und jetzt für mich alleine, ich berate die und die Manager dürfen dann entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Und du hast keine Verantwortung, sondern du quasi gibst nur Ratschläge dafür und die sollen es dann umsetzen.
Ja, wenn sie es nicht machen, ist es dann eben ihre Sache, was dabei rauskommt. Wie gesagt, das, was ich rate, das ist dann auch schon gut. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Mhm. Kommt super an, mache ich jetzt schon seit 2 Jahren. Und mir geht's da auch richtig gut bei. Mhm. Und nehme auch regelmäßig meine Auszeiten. Also dass ich kann sagen, dass ich ja so 9 bis 10 Wochen arbeite und 3 Wochen dann zu Hause bin. Auch das ist ja so eine ähnliche Geschichte wie vorhin bei dem Patrick, der sich auch hat quasi völlig mal ja ausgeklinkt hat aus seinem Büro-Zeugs und dann aus Selbsterkenntnis einfach mal gesagt hat, jetzt mache ich was, ich fahre mal ein bisschen runter, weil Karriere nicht alles ist. Eine interessante Geschichte, ja. Andreas. Ja, bei mir war es aber wahrscheinlich eher so, dass es gesund ist. Mir ging es richtig schlecht. Also du hättest nicht von dir aus gemacht, wenn nicht der Körper gesagt hätte, stop. Ich hätte es nicht gemerkt. Hm. Wenn ich nicht wirklich gemerkt hätte, dass die Ärzte, die haben ja gesagt, wir können nichts mehr machen. Also du stehst so unter einem psychischen Druck, dass wir können nicht operieren. Es ist nichts, was man operieren kann oder was man wegnehmen kann. Oder es ist psychisch und auch da hat ein Psychologe, ich kam einfach nicht da raus, dass ich immer wieder zurück in die Arbeit wollte. Und dann kam irgendwann das, okay, jetzt machst du es einfach mal selbst. Und dann kam die Erkenntnis so ganz von alleine. Und wie gesagt, heute, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, verdiene auch gutes Geld, aber das ist für mich nicht mehr so wichtig. Andreas, schön, dass du angerufen hast. Ich grüße nach Lea und auf dass du in den nächsten Jahren glücklich und mit heilen Nerven deinen Job weitermachen kannst. Ne? Selbstverständlich. Und eins möchte ich noch sagen, wenn ich noch darf. Ja, klar. Du hast ja so über das Saarland hergesessen, ne? Ja. Ja, die tun mir ein bisschen leid, weißt du warum? Warum? Ich bin ja aus Friese, bei uns wird ja auch immer so hergesessen, dass wir so doof sind. Ja. Die tun mir echt ein bisschen. Ja, nee, aber die Ostfriesen sind ja nicht wirklich doof. Das ist im Saarland, beim Saarland stimmt das ja zum Beispiel. Wo ich muss sagen, ich war noch nicht da. Ne? Siehst du, das ist nämlich das Ding. Das sagen die meisten. Man war noch nicht, warum war eigentlich noch keiner im Saarland? Weil es gibt keinen Weg ins Saarland. Das ist wie das Schlaraffenland, umgeben von von einer Bergkette aus Hirsebrei. Und da muss man sich erstmal durchfressen, wenn man überhaupt rein möchte. Aber über jedes Bundesland habe ich gerade noch gedacht, gibt es ja irgendwas, wo du sagst, ah ja, das will ich mal sehen. Aber im Saarland wirst du nichts sehen. Nichts, gar nichts. Nee, eben, das Besondere am Saarland ist, dass es überhaupt nichts gibt, was man da überhaupt, also gar nichts, gar nichts. Da gibt es ja nicht mal mehr eine französische Grenze. Nicht mal das seit Schengen. Ja. Ja. Wobei ich gelernt habe am Wochenende, dass die ganzen Franzosen immer zum Bumsen ins Saarland fahren, weil die Prostitution in Frankreich ja weitestgehend also verboten ist oder nicht so erlaubt wie bei uns. Und dann kommen halt die Franzosen aus dem Grenzgebiet eben rüber zum Vögeln, nach Saarbrücken zum Beispiel. Deswegen ist Saarbrücken auch eine der Städte mit der höchsten Bordelldichte, hat mir eine eingeborene Saarländerin da erzählt. Und außerdem gibt es da wahnsinnig viele Sterne-Restaurants. Ich glaube, 500 Metern, 300 Sterne oder so. Echt? Also Essen und Bumsen, sage ich hauptsächlich. Saarbrücken zumindest. Ja, okay. Aber hat man auch so noch nicht gehört, oder? Nee, aber das war... In Hamburg weiß man das mit Bomben, aber... Genau, aber das Problem ist, man kommt halt nicht nach Saarbrücken als jemand, der kein Franzose ist, zum Beispiel. Okay, du kommst nur von der Seite da rein. Dann müsstest du quasi über Belgien nach Frankreich fahren, um dann ins Saarland zu kommen. Das wäre doch eine Route. Oder mit dem Katapult ab Koblenz. Okay, das geht wahrscheinlich auch. Ja. Okay, einmal rüber. So ein 5-Stunden-Flug im Katapult. Mein lieber Andreas, das Saarland muss dir nicht leid tun, die sind hart im Nehmen, die haben Hornhaut auf der Seele, die Saarländer. Ah, okay, dann ist gut, dann bin ich beruhigt. Tschüssi, haben wir gute Nacht. Ja, du auch, tschüss. Bye. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. 0800 80 5 mal die 5. Wenn ihr aus dem Saarland kommt, könnt ihr auch gerne anrufen, dann für euch nochmal ganz langsam die Telefonnummer. 08 ist übrigens die Zahl, wo die sind zwei Kreise übereinander. Also 08, 00, nicht verwechseln mit O, das 0, die 0 nicht mit O verwechseln. Normal 0800, dann kommt eine 8, also wieder die gleiche Zahl wie als zweites. Dann nochmal eine 0 und dann, jetzt wird schwierig, 5 mal die 5. Also müsst ihr richtig zählen, 1, 2, 3, 4, 5 und das 5 mal die 5. 0880 5 mal die 5, bei Twitter und bei Facebook sind wir auch zu erreichen. Da gucke ich jetzt mal eben rein hier bei Twitter, was es da zurzeit gibt. Twitter ist immer die Hölle los. Wann kommt die Late Line endlich wieder zurück ins TV? Schreibt El Blocho. El Blocho, ganz bald, vielleicht. Wer weiß. Lasst mal diesen seriösen Quatsch, schreibt bei Twitter ein User namens FM-Tape. Lasst mal diesen seriösen Quatsch. Ich finde ja, Lena ist ganz schön fett geworden. Ja, leider, muss man sagen, ist mir auch aufgefallen. Hat
wahnsinnig zugelegt. Schade. Fast wie Adele mittlerweile. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und Andi aus Trier. Und das Trier ist ja quasi der Vorhof zur Hölle, ne? Saarland. Du bist ja quasi mit einem Fuß schon im Saarland. Habe ich mir auch schon gerade überlegt, dass wir da wahrscheinlich drauf eingehen. Ja, wie ist das so nah an Mordor ungefähr, zu wohnen? Ne? Was? 2 Stunden ungefähr, wie nach London. Zwei Stunden dauert das von Trier nach Saarland? Nein, ich glaube 1 Stunde mit dem Zug. Ich kann sogar mit meinem coolen Uni-Ticket dahin fahren. Cool. Ja, cool, ne? Was macht man denn so als hipper Student von der Uni Trier im noch hipper? Ist das so eine Stadt, Saarbrücken, wo man dann da hinfährt, weil man irgendwas macht, was man in Trier nicht machen kann? Also ich war noch nie in Saarbrücken, aber ich habe gehört, die Bordellrate soll sehr... Was ich gesagt habe. Ich beziehe alle meine sachlichen Informationen von der Late Line. Ja, ich auch. Was ein Problem ist, weil ich halt teilweise auch die Late Line moderiere. Ja, aber kann man sich ja mal anhören nachher. Genau. Podcast. Hey, ja, Andi. Nee, ich studiere hier. Ja. Ja, das ist kann ich verstehen. Also du studierst in Trier Soziologie, ne? Ja, genau. Was noch? So Nebenfach Philosophie. Oh, cool. Das kann nicht jeder, ne? Da muss man Philosophie kann nicht jeder. Man muss denken. Nee, da muss man denken und und auch manchmal muss man auch sagen. wo seid ihr gerade im ersten Semester? Was fängt man da an? Ja, ich bin jetzt, also mach dann erstmal irgendwie so, keine Ahnung, klassische Theorien, soziologische Theorien. Ja. Ich schreibe gerade eine Hausarbeit über Feminismus. Über Feminismus? Ja, tatsächlich. Ja, ist doch schön. Warum lachst du denn da so doof? Ist das ein Thema, was du auf die leichte Schulter nimmst oder was? Weil ich war gestern, also ich suche irgendwie händeringend die ganze Zeit nach Literatur und so weiter. Und gibt's kaum was, weil Frauen ja nicht schreiben können, weiß ja jeder. Ja, und es weiß ja auch nicht jeder, wie Frau geschrieben wird, deswegen. Wie man spricht. Auf jeden Fall wurde ich auf jeden Fall 3-mal schräg angeguckt von den Frauen in den Buchhandlungen. Wirklich? Die mussten auch erstmal laut auflachen, als ich gesagt habe, ich würde Feminismus. Ein Mann interessiert sich für Frauen. Was ist denn hier los? Diese Arroganz der Feministinnen gegenüber uns aufgeklärten Männern, ne? Guck mal, heterophob irgendwie. Ja, weißt du, guck mal, wir sind doch diese neue Männergeneration. Wir sind diese paritätischen 50-50 Daddies, die den ganzen Tag mit irgendwelchen Kindern, die teilweise auch ihnen untergeschoben wurden von den Weibern. Und dann schuckelst du da irgendwelche Kinder dann durch die Gegend und dann bist du hier und da Unterhalt und dann darfst du auch noch am Ende, wenn der Richter sagt, dann darfst du das Kind nur alle 2 Wochen sehen und so weiter. Das ist doch scheiße, sowas. Wir sind doch aufgeklärt, wir sind doch diese Generation, die, wir machen doch alles. Ich bin feministischer als Ali Schwarzer, wirklich. Wirklich. Ich weiß gar nicht, was bei Ali Schwarzer so abgeht. Weiß ich auch nicht. Sie hat sich lange nicht mehr gemeldet bei Facebook. Seit sie nicht mehr bei Base ist, haben wir keinen Kontakt. Bei Base? Hm? Bei Base ist? Nee, ich bin bei blau.de oder bei O2. Kann auch Telekom oder Vodafone sein. Weiß ich nicht genau. Bin bei alles. Ich bin bei alles. Da gibt's ja alles in der Nähe von Hürth. Da gibt's alles. Ne? Ich habe SIM-Card. Ich habe eine SIM-Card. Oh, echt? Du hast eine SIM-Card? Mhm. Warum? SIM-Card der Seefahrer. Dann kannst du mal diesen von Pippi Langstrumpf den Vater anrufen. Den habe ich gestern noch gesehen. Ephraims Tochter Ephraim. Nee, wie heißt der? Wie heißt er denn? Ich weiß nicht. Also die singen immer von irgendeinem Fabian, aber ich weiß nicht genau. Egal. Übrigens, was die Aussichten von einer angehenden Sprachwissenschaftlerin, dass das Plosive sind oder die du aus Plosive? Sprichst. Ja, wenn dieser Schutz ab ist am Mikrofon. Ja. Dann sind das Plosive. Also quasi mit P, ich weiß auch nicht genau, was es da noch alles ergibt. Plosive. Also Plosive. Ja, genau. Plosive. Ja, mit 3 P und dann anfangen. Ja. Ja. Weswegen hast du eigentlich angerufen? Hast du auch so ein Scheinthema hier durchgegeben, damit du überhaupt erstmal durchkommst? Ja, ich hab ein bisschen geschleimt bei der... Wer ist an der Hotline? Wer ist denn heute an der Hotline? Mit wem hast du gesprochen? Ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ja, klar. Es war eine 20-jährige ehemalige Studentin, die jetzt irgendwie gerade abgebrochen hat oder so, meinte sie. Du hast dich mit der schon so intensiv unterhalten am Telefon eben? Vielleicht wollte die selber eigentlich mal anrufen, weil die hatte auch was zu erzählen. So. Hä? Chancen und so weiter.
Ich habe mich eh gefragt, wie man mit 20 da irgendwie an die Late Line kommt. Ich dachte, da wären immer ja so Ältere, die irgendwie dann, wo du quasi ein Auffangbecken normalerweise werden bei uns nur die Mitarbeiter, die zu schlecht sind zu moderieren oder mit Appenbeinen oder sowas, dass die dann, die müssen dann die Hotline machen. Lena ist es, ne? Lena, komm mal kurz zum Mikrofon bitte. Marc, hol mal Lena her. Marc, hol mal Lena ins Mikrofon. Marc, Lena, jetzt ist es deine große Stunde, schlägt jetzt. Lena, komm mal her. Geh mal weg von... Lena. Ja, hier? So, Lena. Ja. Lass Lena, jetzt komm mal her. Also der Andi ist jetzt hier, der ist auch 20 Jahre alt. Ja. Habt ihr da... Wie laufen denn so Gespräche eigentlich ab, die du da führst mit unseren Hörern? Ich frage sie, was sie dir erzählen wollen. Und Du hast so viel von dir persönlich schon erzählt, habe ich gehört. Ja, weil ich versuche ja auch irgendwie ein Gespräch aufzubauen. Ich will ja mehr wissen als nur, ich bin 20 und komme daher. Und dann schaffst du quasi so eine persönliche Atmosphäre, indem du, weil die Lena ist nicht 20, du bist ja in Wirklichkeit 45. Ja, sorry, tut mir leid. Außer HR3 Musikredaktion ausgemustert worden. Und jetzt macht sie uns die Hotline. Lena, das ist ja, du bist auch eine neue Kollegin, ne? Ja, nicht mehr allzu neu. Wie neu bist du? Riechst du noch neu im Auto? Nee, ich bin jetzt schon tatsächlich seit einem Jahr dabei. So lange schon? Haben wir schon mal Dienst zusammen gemacht? Ja, schon öfter sogar. Gott, peinlich. Vor 2 Wochen auch das letzte Mal. Das kann nicht sein, Lena, das kann nicht sein. Nein. Das ist wirklich so. Was jetzt viele Hörer nicht wissen, Lena und also die Redaktion ist in Frankfurt und ich befinde mich an einem geheimen Ort irgendwo in Mitteleuropa. Ja. Saarland. In Hürth. Ja, so, und jetzt ist aber interessant zu wissen, guck mal, Andi, zum einen haben wir jetzt, glaube ich, zum allerersten Mal in der dreijährigen Geschichte der Late Line mal mit einem Hotliner, Late-Line-Hotliner gesprochen. Cool. Ja. Lena, ja. Ich glaube, müssen wir nochmal aufrufen? Also kommen wir jetzt drauf an, wie lange du jetzt noch reden willst. Also es könnte klappen. Wir haben ja danach noch jemanden. Merkt man eigentlich, wenn Enjoy sich nicht draufgeschaltet hat, dass dann weniger Anrufer reinkommen? Das Gefühl habe ich schon ein bisschen, ja. Qualitativ losere Anrufer. Nein, also rufen einfach nur viel weniger an. Ist ein bisschen dünn heute. Ja, aber es kann auch am Thema liegen. Oder vielleicht, weil die Leute halt so vom Kreischen und Schreien und Tanzen vom Echo noch so kaputt sind, weil das war wirklich ein tolles Thema. Ja. Ziemlich tiefgängig, ehrlich gesagt, für so eine... Also wenn man wirklich drüber sprechen würde... Da reichen wahrscheinlich so 5 bis 7 Minuten nicht. Wenn man über das Thema Karriere sprechen möchte, meinst du? Ja, oder überhaupt, also Karriere betrifft ja eigentlich den ganzen Lebensbereich, das ist ja eigentlich eine, also was heißt Karriere, aber was man halt so macht und was man sich vorstellt zu machen und so weiter und ja, da kann man sich schon mal ein paar Minuten länger drüber unterhalten, wie Katja Riemann, die kann das nicht in 2 Minuten erklären. Ja, das stimmt. Du hast völlig recht, Andi. Erstmal schön, dich mal kennengelernt zu haben. Ja, danke, gleichfalls. Husch ans Telefon, damit die Leute wieder anrufen können. Das war Lena. Mhm. Und wenn ihr anruft unter der 0880 5x5, könnt ihr mit Lena sprechen. Ich freue mich. Oh, jetzt die Leitung glühen. Pass mal auf, du weißt, wie die Menschen drauf sind, okay. Die Late Line hören. Gerade um diese Zeit. Soll ich so lange noch hier bleiben, dann sag ich dir Bescheid. Ja, Komm, wir nehmen jetzt mal gemeinsam. Wollen wir gemeinsame Anrufe annehmen? Andi? Ja. Andi, ciao erstmal, ne? Jo, ciao. Tschüss. Oh, Lena, pass mal auf. Könnten wir das so machen, dass wir jetzt mal wenn jetzt mal jemand anruft, dass wir so ein Gespräch mal live mitbekommen, damit man mal weiß, auch ich mal weiß, was passiert, wenn man anruft bei der Late Line. Okay, können wir machen. Warte. Der Marc ist unser Technikfreak, der kann Lego Technik fließend. Und der wird jetzt das so machen, dass der nächste Anrufer einfach mal blind mal reingedrückt wird und dann machen wir mal so ein Vorgespräch. Und dann überlegen wir, ich tue so, als wäre ich im Hintergrund und ich melde mich einfach mal nicht, ich sag gar nichts. Ja. Und dann entscheidest du hinterher, ob der durchgestellt wird zu mir oder nicht. Okay. Okay, und ich tue so, als weiß ich von nichts. Ach, alles komm, klar. Ich bin jetzt still von hier. Okay. Ja. Und? Hast du jemanden? Was? Wen nimmst du? Nimm mal irgendeinen. Moment. Wir haben es gleich. Ja, Max. Der hat so dicke Wurstfinger, der drückt auf den der drückt immer 2 Zahlen auf einmal, wenn er da auf der Telefontastatur rumdrückt. Auslich. Hallo? Warte. Ihr wisst, wenn es länger als 30 Sekunden still ist, dann springt das Notband an und da liegen noch Deep Purple auf oder so. Weil das lange nicht mehr so passiert ist. Die Lena von der Late Line hier, hi. Hallo Lena, hier ist Samuel aus Erfurt. Hi Samuel, was kann ich für dich tun? Worüber willst du quatschen?
Ja, ich hatte jetzt vor kurzem erst eingeschaltet und gehört, dass ja, dass ihr Anruf versucht. Und dann habe ich hatte vorher überlegt, bei euch anzurufen, aber da dachte ich, das lohnt sich eh nicht mehr. Aber und zwar möchte ich nämlich darüber reden, dass ich bin auch Philosophiestudent. Okay. Und ich habe nämlich leider nicht geschafft, den Journalismustest an der Axel Springer Hochschule Medienakademie. Den der soll schwer sein, habe ich gehört, ne? Ja, ganz genau. Okay. Da bin ich richtig aussortiert. Und ja, jetzt muss ich natürlich hier gucken, dass ich meine Ellbogen ausfahre und es gibt halt hier den Studiengang Kommunikationswissenschaften. Mhm. Noch leider da habe ich mich für angemeldet, aber leider auch da bin ich durchgefallen. Und ganz kurz mal eben, Lena, hallo Samuel, hier spricht Jan. Ich bin ich bin im weitesten Sinne sowas wie ein Arbeitskollege von der Lena. Ich habe noch mal so zwei, drei Fragen, bevor du durchgestellt wirst zum Jan. Ist das eine wahre Geschichte oder versuchst du jetzt dich einfach hier so reinzuschleimen, um in die Sendung zu kommen? Nee, bis jetzt noch eine wahre Geschichte. Ich würde jetzt zum interessanten Teil kommen. Da könnte man mir unterstellen, dass der dann ausgedacht ist. Ist er aber nicht. Wenn ich jetzt noch eben sagen darf, und zwar gibt es hier in Erfurt nämlich einen Radiosender, Radio Frei. Moment, ganz kurz, Samuel. Lena, würdest du jetzt den Samuel schon durchstellen oder würdest du eher sagen, ruf ich gleich mal zurück? Ich würde ihn jetzt... Der kommt noch mal. Hallo? Ja, Moment, Samuel, warte mal. Moment, ganz wir machen... Ruhig. Also, Samuel, verrätst du mir noch schnell, wie alt du bist? Ja, ich bin 20 Jahre. Okay. Ja. Ich würde den Samuel durchstellen, ne? Fast. Ich würde noch nach seiner Nummer fragen. Tatsächlich, ja, damit, falls er mir aus der Leitung fliegt, dass ich ihn zurückrufen könnte. Ach so. Ja, soll ich ihm sagen? Nicht Nummer jetzt sagen. Genau, ich habe sie nämlich auf dem Bildschirm, von daher ist alles in Ordnung. Falls das in deinem Interesse ist, würde sie mir auch einfach notieren. Ich lese sie aber nicht vor, keine Sorge. Und wenn du jetzt wolltest, könntest du sogar mit Jan kurz quatschen. Okay. Ja, wie habe ich jetzt zwei Redakteure am Ohr gehabt? Das habe ich nicht verstanden. Pass auf, du hast mich, die eigentlich am Telefon sitzt. Ich bin die Lena. Und ich guck, wer mit Jan reden kann. Von daher, wenn du jetzt Bock hättest, dürftest du ab sofort jetzt in der nächsten Sekunde sofort mit Jan quatschen. Ja, hallo. Jan, hört ihr mich schon? Jan, hallo. Hallo. Er hört dich eigentlich, aber ich weiß nicht. Hallo Samuel, okay. Grüß dich hier. Hier ist die Late Line, 0880, 5 mal die 5. Hi, Samuel, du bist 20 Jahre, du kommst aus Erfurt, lese ich hier. Erfurt. Was ist dein Thema? Und zwar ist das halt so, ja, ich bin auch Philosophiestudent, aber im Hauptfach, ich habe das, weil ich auch gehört habe, direkt am Tonfall, wie er das gerade gesagt hat, es ist nur ein Abdeckerfach. Ich interessiere mich aber sehr für Philosophie und möchte aber auch später, ich bin ein bisschen hipster, muss ich sagen. Ja, Undercut, Jutebeutel, große Brille. Ich habe schon nicht mehr den Undercut, ich habe Overcut, das ist jetzt das Neue. Mhm. Die Leute, die halt Overcut ruhig, haben. Ruhig, ruhig, Samuel, rein, brrr, ganz ruhig. Der Overcut-Hipster ist jetzt der Neue, das ist der Leipzig und Umgebung, was halt jetzt auch nach Erfurt übergeschlagen ist. Ja. Und die Leute, die den Overcut haben, die haben jetzt auch schon das iPhone 6. Das ist halt jetzt... Samuel, stopp ganz kurz, nicht ganz so lustig bitte, sonst müssen wir dich durchstellen zu Domian. Hat man verstanden, dass das ein Scherz war mit dem iPhone 6? Nein. Okay, dann ziehe ich das wieder zurück. Worum es jetzt auch geht. Ja, hast dich beworben an der Axel Springer Akademie, lese ich hier. Genau. Da habe ich den Test gemacht, ich bin leider durchgefallen. Du bist durchgefallen bei Springer? Ja, das ist der Schwerste, wenn dir das was sagt. Der, wo du, ja, den schafft man nicht so leicht. Mm, okay. Und woran hat es gelegen? Ja. Hast du ein Feedback bekommen? Nee, das wird man so gnadenlos halt aussortiert. Ist klar, es geht einmal Allgemeinwissen und dann mussten wir ein kleines Essay schreiben. Mir wurde halt gesagt, okay, das Essay war okay. Heißt nicht der Essay? Nee, das Essay. Man schreibt ein Essay. Ein Essay. Mhm. Genau, und bei den Allgemeinwissensfragen waren wohl so ein paar Lücken, ja. Zum Beispiel jetzt mal ganz spontan, wüsstest du, von wem das Gemälde Guernica kommt? Guernica, Pablo Picasso. Ja, das stimmt sogar, sehr gut. Und von wem kommt der Kuss? Kennst du das Gemälde, der Kuss? Chagall. Ohne zu googeln. Nee, Gustav Klimt. Klimt. Okay. Aber Chagall wäre eine ganz andere Epoche. Wie gesagt, macht auch nichts. Nee, das waren so ein paar Punkte, die mir halt im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Ja, und da habe ich halt gedacht, okay, machst du irgendwie was mit was Wissenschaftlicheres. Habe ich mich für Kommunikationswissenschaften beworben. Auch da bin ich leider durch... Wo soll dieses Gespräch hingehen ungefähr, in welche Richtung? Ja, pass auf, da kommt gleich noch ein Knaller, den ich rauslasse. Na, pass endlich. Auf. Nee, dauert nicht mehr lang. Genau, Kommunikation... Zieh's ruhig ein bisschen vor.
Okay, habe ich auch versagt und dann habe ich Philosophie gemacht. Und im Rahmen von Philosophie bin ich an den Kommunikationswissenschaften rangekommen. Da habe ich mich so ein bisschen gut mitgestellt und ja, dann hat die mit mir ein Radioseminar gemacht. Also wir sind zusammen befreundet und dann haben wir daran teilgenommen. Und jetzt habe ich eine Radiosendung, die kann man sich auch anhören und ja, es ist richtig so wie du. Ist das der Knaller? Es geht um den Holocaust. Und da macht man natürlich keine Witze drüber. Es ist natürlich qualitativ wertvoller als und viel hochwertiger als das, was du machst, aber irgendwo muss man das ja auch runterbrechen, die Themen, weißt du? Ja. Also den Holocaust runterbrechen. Gerade ist das, ich wollte gerade sagen, gerade der Holocaust ist ein Thema, was man wunderbar herunterbrechen kann. Weil in Erfurt ist eine Firma, die hat die... Genau, die Firma Topf und Sohn, die Öfen hergestellt hat. Ja, ganz genau. Ja, Respekt. Genau, und die Firma wurde abgerissen und anstatt, dass man da eine Gedenkstätte daraus gebaut hat, ist es einfach abgerissen worden, die ganze Firma, oder haben sie jetzt mittlerweile... Das ist eine ganz populäre Gedenkstätte. Ist immer noch echt, also ich habe gedacht, es gab mal die Pläne, das abzureißen, da war ich falsch informiert, Entschuldigung. Ich war jetzt erst seit Oktober, bin ich jetzt halt hier erst in Erfurt, aber wir haben uns das auch angeschaut und das ist richtig wie ein Museum, richtig eine Ausstellung ist das jetzt geworden und... Es ist eine nette Art, das halt aufzuarbeiten. Also eine informative, nette kann man da ja nicht sagen. Aber genau, auf jeden Fall, darüber haben wir eine Radiosendung gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ist ein interessanter Dreh, also dramaturgisch für diese Sendung. Auch am Donnerstag, ja. Dass man quasi von so einer Comedy-Nummer mit Samuel und Lena dann irgendwie... es ist immer, du weißt, wie es ist. Wir sind öffentlich-rechtlicher Sender und leider können wir uns dann... Wir müssen da also... Es ist, du weißt es zu schätzen, das ist sehr nett von dir, das ist doch toll. Ja, ich weiß es zu schätzen, aber es ist natürlich auch ich meine, dramaturgisch gesehen ist das jetzt nicht die allerbeste Entscheidung von dir, nochmal kurz das Thema Holocaust zur Sprache zu bringen. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Ist immer eine Herausforderung. Adieu, mach's gut, tschüss Samuel, schönen Abend noch. Ciao. 0880, 5x5, ja, deswegen merkt man, ist immer sehr wichtig, ein Vorgespräch zu führen, damit man weiß, was die Leute sagen wollen, um nicht quasi in der Comedy-Late-Line am Ende dann beim Thema Holocaust zu landen und sich möglicherweise um Kopf und Kragen zu sabbeln. So, wischi, 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 wir wischen die Tafel und sagen, hallo Bianca! Hallo! Hallo! Ja. Hey, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen beleidigt, ne? Beleidigt oder betrunken? Beleidigt. Ach so, warum? Ja, habt ihr Samuel einfach vorgezogen? Nicht vorgezogen. Ja, dafür habe ich mich in der Zwischenzeit ausgezogen. Ob das so sehenswert ist? Wer weiß. Noch ist Radio mit Bild nicht erfunden. Dunkel. Tusch. Gag Recycling. Alte Witze sind die allerschönsten. Ja? Ich kann mir keine Witze merken, also von daher ist das ein schlechtes Thema. Ich wollte sagen, ich habe ein Jahr unbezahlten Urlaub. Ist das nicht herrlich? Das ist meine Karriere. Wie kommt's? Ein Jahr Urlaub? Was ist los? Ich wollte einfach mal raus. Frei sein, frei entscheiden können, was ich jeden Tag mache, wann ich was mache, was für einen Tagesrhythmus ich habe. Und du kannst nach einem Jahr wieder einsteigen? Das ist Sinn und Zweck der Angelegenheit, jo. Sabbatjahr. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen so einem, wie heißt das, Sabbatical und einem unbezahlten Urlaub ist. Also ich habe einen unbezahlten Sonderurlaub beantragt und genehmigt bekommen. Was für einen Job machst du? Hast du bislang gemacht? Ich habe 12 Jahre lang in einer großen Firma hier in Bremen gearbeitet, habe sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, mache das auch unheimlich gerne, nur dieser Job hat sich in den letzten 12 Jahren halt auch extremst verändert, sprich, er ist in vielen Teilen automatisiert worden, ist sehr langweilig geworden und er ist eigentlich nicht mehr der Job, den ich mal angefangen habe. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt einfach mal überlegen, was ich eigentlich wirklich möchte. Noch habe ich ja ein bisschen zu arbeiten und bin krank gewesen die letzten Jahre auch, muss ich dazu sagen. Gott sei Dank, weil ich glaube nicht, dass ich ansonsten an diesen Punkt gekommen wäre und mich getraut hätte, diesen unbezahlten Urlaub zu nehmen. Und würde mir eigentlich auch wünschen, wie auch Vorredner schon gesagt haben, dass
man irgendwo eigentlich letztendlich hängen bleibt, wenn nicht irgendetwas passiert, was meistens eher unschön ist. Ja. Und dass man, ich finde, die Chance eigentlich zu bekommen, sich mal zu hinterfragen, das Leben, was man führt, zu hinterfragen, sich neue Türen zu eröffnen, neue Ecken zu gucken, da bin ich eigentlich meinem Schicksal sehr dankbar, auch wenn ich es nicht wieder haben möchte. Ganz kurz, es gibt einen kleinen Nachteil in dieser Sendung. Sie ist leider um eins ich zu weiß, Ende. Deswegen. Wir sind jetzt leider so am Ende, dass ich auch gar nicht mehr weiter, fast überhaupt gar nicht mehr weiter mit ihr und sofort raus muss. Es tut mir leid. Können wir vielleicht das Gespräch auf nächste Woche verschieben? Ist das irgendwie, kriegen wir das irgendwie hin? Dann wird Lena deine Nummer notieren und wir reden nächste Woche einfach weiter. Sehr gerne. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt so ungalant abwürgen muss, aber es ist jetzt Schluss und deswegen erstmal Grüße nach Bremen und vielleicht verbleibe ich erstmal mit einem genieße das Urlaubsjahr. Was Besseres kann einem nicht passieren. Nein, so ist es. Tschüss, Bianca. Tschüss. Vielen Dank an Lena, vielen Dank an Marc, vielen Dank an Axel und vielen Dank allen, die zugehört haben. Die Sendung morgen als Podcast auf lateline.de. Wir sind bei Facebook und Twitter zugegen und wir hören uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle und vielleicht auch bald wieder mit Bild. In diesem Sinne, gute Nacht, euer Jürgen Domian. Ciao. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR. Sputnik. 103.7 unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.